und für mich endlich die Freude, Sie ganz herzlich willkommen zu heißen zum Tag der inneren Sicherheit. Ich bin Tanja Samrotzki, ich darf Sie durch einen Nachmittag begleiten, der mit Sicherheit spannend wird. Angesichts immer neuer Bedrohungen erscheint fast jeder Tag als ein Tag der inneren Sicherheit. Zumal das Thema ist, das immer mehr Bürger als ein wichtigstes Handlungsfeld für die Politik benennen. Aber wir haben anders als hier und heute nicht jeden Tag Gelegenheit, das in großer Vielfalt und mit hochkarätigen Akteuren der Sicherheitslandschaft zu diskutieren. Umso mehr freue ich mich auf spannende Gäste und ergiebige Panels. Im Fokus stehen dabei der Terror von Islamisten, Cybersicherheit und die Klassiker der Kriminalität, Einbrüche und Gewalt. Schwerpunkte sind das auch in der parlamentarischen Arbeit der CDU-CSU-Fraktion und so könnte sie niemand besser auf unser Thema einstimmen als just deren Vorsitzender, ihr Gastgeber Volker Kauder. Die Bühne gehört Ihnen, lieber Herr Kauder. Vielen Dank, Frau Samrotzki, für die freundliche Begrüßung und für die Moderation, wo Sie durch diesen Nachmittag führen mit Ihren Kolleginnen, die nachher auch in Aktion treten. Wir sind es in diesem Fraktionssitzungssaal und überhaupt in unserer Arbeit gewohnt, dass wir von Frauen geführt werden. Damit haben wir gar kein Problem, sondern haben unter Führung unsere Bundeskanzlerin, die nachher ja auch noch zu Ihnen und zu uns sprechen wird, dieses Land auf einen großartigen Kurs gebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch im Namen meiner ersten stellvertretenden Vorsitzenden, Frau Hasselfeld, recht herzlich begrüßen zu diesem Kongress, was der Saal zeigt, auf ein großes Interesse stößt. Und wir werden nachher ja in Arbeitsgruppen drei Bereiche besonders intensiv miteinander besprechen und bearbeiten. Zunächst gilt mein Dank Stefan Habart, Elisabeth Winkelmeier-Becker und Stefan Mayer, den Gesichtern unserer Fraktion für Sicherheit und Rechtsthemen, die diesen Kongress vorbereitet haben und die vor allem in den letzten Wochen, kann man sagen, eine enorme Arbeit hatten. Es hat sich schon zum geflügelten Begriff verwandelt in der Bundestagsfraktion. Lisa Winkelmeier-Becker, 7-mal, 8-mal trägt sie zu Gesetzen in jeder Fraktionssitzung vor, Stefan Mayer ebenfalls. Und da sieht man, dass wir auch in den letzten Wochen dieser großen Koalition gerade im Rechts- und Sicherheitsbereich noch eine ganze Menge an Arbeit vor uns haben. Diese Arbeit wird in aller Regel vorbereitet durch Entscheidungen im Bundeskabinett. Und deswegen sage ich auch einen herzlichen Dank an unseren Bundesinnenminister Thomas de Maizière und ich sage dazu, wir haben mit ihm einen ausgezeichneten Bundesinnenminister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Sicherheit hat in der letzten Zeit eine große Bedeutung bekommen. Wenn man den Meinungsforschern zuhört, sagen die, auf die Frage an die Menschen in unserem Land, was ist das wichtigste Thema aus ihrer Sicht, ohne dass man ihnen also Blätter vorlegt, wo die Themen draufstehen, kreuzen sie mal an, was wichtig ist. Was ist aus ihrer Sicht das wichtigste Thema seit Monaten, sagen die Leute, innere Sicherheit. Sie erwarten vom Staat, dass er ihnen Sicherheit gewährleistet. Und das Bemerkenswerte ist, dass auch nicht in erster Linie die Themen kommen, die man meint, die müssten kommen, nämlich Terrorbekämpfung. Nein, es sind ganz andere Fragen, die die Menschen beschäftigen, die sie unmittelbar erleben oder wo sie Sorge haben, dass sie dies unmittelbar betreffen könnte. Wenn
mehr als die Hälfte der Menschen in unserem Land das Thema Wohnungseinbruch als eines der ganz großen Themen bezeichnet. Und man dann mit ihnen spricht, wie sie denn da drauf kommen, dann erzählen sie zumindest, dass sie jemanden kennen in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft, der damals schon betroffen war. Und allein dieses Gefühl, dass ein solches Verbrechen ganz nah an einem herankommen könnte, verunsichert die Menschen unglaublich. Und was sie natürlich irritiert ist, wenn sie lesen, dass auf hohem Niveau, auch wenn jetzt nicht mit weiteren größeren Steigerungsraten, das Thema Wohnungseinbruch weiter besteht, dass aber die Aufklärungsquote dramatisch nieder ist. Mal unabhängig davon, dass es auch noch ein größeres Sicherheitsrisiko bedeuten kann, wenn Sie in einem bestimmten Bundesland leben, und ein kleineres Sicherheitsrisiko, wenn Sie in einem anderen Bundesland leben. Und es hat sicher nicht damit zu tun, dass in einem Bundesland mehr reiche Menschen wohnen als im anderen, sondern es muss andere Gründe haben. Darüber werden wir sicher auch noch reden. Und dieses Thema Wohnungseinbruch ist ja nicht nur etwas, was die Menschen beschäftigt, weil sie einen enormen Schaden befürchten, sondern in vielen Fällen fühlen sich die Menschen in ihrer Wohnung nicht mehr wohl. Und viele sagen, seitdem ich weiß, dass bei mir eingebrochen wurde, hat sich etwas in meinem Leben verändert. Und deshalb ist dieser Punkt Wohnungseinbruch ein zentrales Thema, wo die normalen Menschen festmachen, ob der Staat bereit ist, sie zu schützen oder nicht. Wir haben von der Koalition auf Drängen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion immer erklärt, wir brauchen gerade in diesem Thema einen sicherheitspolitischen Dreiklang. Wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen bessere Instrumente und wir brauchen besser ausgebildete Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Wir haben vom Bund aus bei dem Thema mehr Personal einen gewaltigen Schritt gemacht mit der Bundespolizei und für die Dienste, die bei uns, für uns, wo wir zuständig sind. Und wir haben uns auch auf den Weg gemacht, die Werkzeuge und die Kompetenzen zu verbessern. Und wir haben gesagt, neben diesem Dreiklang brauchen wir natürlich auch mehr Prävention. Es darf auf gar keinen Fall der Eindruck entstehen, dass wir sagen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir können eure Sicherheit nicht gewährleisten. Deswegen müsst ihr das selber tun. Das wäre ein totales Versagen des Rechtsstaats, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sagen wir, es muss natürlich alles getan werden, was man selber tun kann, um Verbrechern das Leben schwer zu machen. Prävention also. Aber es muss natürlich im gleichen Atemzug auch deutlich werden, dass der Staat dies nicht als die letzte Lösung betrachtet. Und wir wissen, dass die Zahl der versuchten Einbrüche in der letzten Zeit erheblich zugenommen hat, wo man sieht, dass die Prävention wirkt. Das ist nicht mehr wie früher, wo die eine ganze Nacht lang an einem Fenster rumgebohrt haben, bis sie drin waren. Sondern es muss schnell gehen, und wenn es nicht gleich im ersten Anlauf funktioniert, dann gehen auch die Einbrecherbanden weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Prävention und haben beachtliche Geldmittel, nach meiner Meinung noch nicht ausreichend, zur Verfügung gestellt, damit Häuser sicherer gemacht werden können und Einbrüche auch in Mehrfamilienhäusern erschwert werden. Was mich sehr wundert,
An meinem 50. Geburtstag, das sind jetzt 17 Jahre her, habe ich beschlossen, mich nicht mehr zu ärgern. Das gelingt mir weitgehend, aber umso mehr muss ich mich wundern. Und was mich wundert ist, dass wir ohne große Probleme locker, flockig, ganz schnell und flott für Wohnungen neue Umweltbedingungen formulieren können. Dort noch ein grünes Dach und dort noch eine Wärmedämmung und alles. Dass wir aber nicht in der Lage sind, in unserem Land flächendeckend anzuordnen, dass im Geschosswohnungsbau die Türen so gestaltet werden müssen, dass man sie nicht mit dem Daumen durchdrücken kann. Das gelingt in den Landesbauordnungen nicht. Und da muss ich sagen, mindestens wäre es notwendig, dass wir Vorschriften beim Bau haben, die eine höhere Prävention gegen Einbruch haben, als immer nur den grünen Daumen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber natürlich spielt bei der Frage der Sicherheit auch die Sorge und die Angst vor dem Terror eine Rolle. Die Menschen wissen, dass der Terror bei uns angekommen ist und dass wir deshalb auch mehr tun müssen für Prävention und für Aufklärung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss ich jetzt mal klipp und klar sagen, wir haben in dieser großen Koalition viel erreicht. Mehr als in der letzten kleinen Koalition, die wir gehabt haben im Bereich der Sicherheitspolitik. Aber unser Koalitionspartner muss sich an einem Punkt noch ein bisschen einen Ruck geben. Ja, auch wir wollen nicht den gläsernen Menschen. Auch wir wollen, dass der Einzelne in seiner Persönlichkeit geschützt bleibt. Auch wir wollen nicht den totalen Datenabgriff. Auch das wollen wir alles nicht. Aber wir wissen, was die Menschen denken. Sie denken nämlich, Sicherheit kommt vor ideologischem Datenschutz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen muss dies auch umgesetzt werden. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber gerade beim Wohnungseinbruch haben wir einen Durchbruch erzielt, eigener Tatbestand, ein Jahr Mindeststrafe, damit zum Verbrechen und Verkehrsdatenabfrage. Und jetzt müssen wir mit unserem Koalitionspartner darüber streiten, was das nun bedeutet. Thomas de Maizière hat heute Morgen zu mir gesagt, also in die Zukunft hinein sind Sie bereit, was zu machen, Funkzellenabfrage, aber nicht in die Vergangenheit hinein, weil das könnte ja schon wieder die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung mit sich bringen. Ich kann nur sagen, wenn der Deutsche Richterbund zum ersten Mal uns sagt, ihr müsst bei diesem Delikt die Vorratsdatenspeicherung nutzen, sonst kommt ihr diesen ganzen Banden nicht bei. Das habe ich schon lange nicht erlebt, dass der Richterbund solche Empfehlungen an uns ausspricht. Dann kann ich nur dem sozialdemokratischen Koalitionspartner sagen, glaubt bloß nicht, dass eure Wählerinnen und Wähler anders denken als unsere. Die Menschen wollen geschützt sein und wollen sich nicht mit einem solchen ideologischen Diskussionspaket befassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich ausdrücklich, entweder bewegt sich unser Partner, aber an diesem Punkt mache ich keinen Kompromiss. Das hat die Sicherheit der Menschen nicht verdient. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, was wir der Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger schuldig sind. Wir wissen, was wir machen müssen, um mehr Sicherheit zu garantieren. Aber wir wissen auch, dass es die letzte Sicherheit in unserem Land nicht geben kann. Nicht geben kann. Und wir wissen auch, dass es völlig falsch ist, zu meinen und zu glauben, durch die größere Zahl von Flüchtlingen seien die Risiken größer geworden.
Wir wissen, dass Menschen hier leben, die Busse hochbomben, nur um ein bisschen Geld verdienen zu können. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen wachsam sein. Und damit wir wachsam sein können, brauchen wir die entsprechenden Sehhilfen und die entsprechenden Hörhilfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das gibt dann ein Paket für innere Sicherheit. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir haben eine Reihe von hochkarätigen Experten bei uns, um über dieses Thema miteinander zu sprechen. Ich finde, wir haben das Allermeiste, lieber Thomas de Maizière, hier in diesem Bereich jetzt erledigt. Es bleiben noch wenige Aufgaben im gesetzlichen Bereich. Und dann gibt es eine Forderung, an der sich entscheidet, ob der Rechtsstaat funktioniert oder nicht. Nämlich, dass die Gesetze, die gemacht worden sind, auch vollzogen werden. Die Gesetze nützen überhaupt nichts, wenn sie nicht vollzogen werden. Und dass wir in einigen Bereichen ein Vollzugsdefizit haben, das habe ich klar und deutlich festgestellt. Wir brauchen mehr Staatsanwälte, wir brauchen mehr Richter und wir brauchen mehr Polizei. Herzlichen Dank, dass Sie heute uns bei diesem Kongress begleiten. Meine Damen und Herren, ich würde gerne etwas themenfremd kurz fragen, wer von Ihnen Harry Potter gelesen hat? Das sind hinreichend viele, aber doch so wenig, dass ich kurz erklären muss, was ich im Sinn habe. Sie kennen vielleicht die Musterschülerin Hermione, die hat einen Zeitumwandler. Das ist so ein Ding, das dreht man um, ein Amulett, und das ermöglicht ihr, dass sie an allen möglichen Unterrichtsstunden gleichzeitig teilnehmen kann. Sie ist eine kleine Streberin. Diesen Zeitumwandler gibt es auch in der Muggelwelt. Der Beweis sitzt hier, Thomas de Maizière. Ich habe ihn vorhin kurz gefragt, ob er jetzt eigentlich mehr zu tun hat als vor ein paar Jahren. Und er sagte, naja, verglichen mit 2010 hat sich das ungefähr verdreifacht. Ich glaube, Sie haben genug Zeugen, dass Sie 2010 auch nicht faul waren. Und ich frage mich, wie kann man das verdreifachen? Umso schöner, dass Sie die Zeit hier gefunden haben, herzukommen. Meine Damen und Herren, wir dürfen jetzt gespannt sein auf die Rede eines Mannes, der im Geiste von Einigkeit und Recht und Freiheit die Sicherheitsstrukturen in Deutschland neu ordnen will. Bitte begrüßen Sie mit mir den Minister des Innern, Thomas de Maizière. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Hermine bin ich nicht und ich habe viel mit Zeiträubern zu tun. Ich weiß nicht, wer Momo mal gelesen hat. Da nicken einige. Und viel haben mit Zeiträubern zu tun. Hätte weniger Arbeit, wenn es weniger Zeiträuber gäbe. Aber das nur am Rande. Lieber Volker Kauder, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, meine Damen und Herren, viele sagen, das wird so gemeinhin gesagt, wir leben in einer Zeit besonders schneller und besonders großer Veränderungen. Und das sei neu, historisch neu. Ich gerate zunehmend im Zweifel, ob das eigentlich stimmt. Einige waren gestern bei der Veranstaltung von Erinnerung an 50. Todestag von Konrad Adenauer. Und wenn man in das letzte Jahrhundert guckt, Bundeskanzlerin hat gesagt, Konrad Adenauer hat von 1949 bis 1959 in 10 Jahren die Westdeutsche Bundesrepublik von einem moralisch am Boden liegenden Land zu einem geachteten Mitglied der Völkergemeinschaft gemacht. In 10 Jahren. Und was ist von 1989 bis 1991 passiert? Henry Kissinger haben wir gestern gehört. Er ist in Deutschland geboren, er hat allein in Deutschland 3, 4 Staatsformen erlebt. Also ich glaube nicht, dass das alles so, die Art und Weise der Veränderung so wirklich neu ist. Und trotzdem merken wir, dass doch etwas anders ist. Und die Frage ist was, und damit will ich beginnen. Was sich nach meinem Eindruck schneller verändert, ist nicht die Dynamik der Ereignisse, sondern die Dynamik der Stimmung, die ist viel schneller anders, als es vorher war. Wir merken das bis hin dazu, dass Wahlen in den letzten 1, 2 Wochen, und zwar fundamental anders entschieden werden.
diese Dynamik sich verändernder Stimmung prägt die Politik. Sie verändert Europa und sie entscheidet Wahlen. Nicht nur in den USA, nicht nur in Großbritannien, denken Sie an Brexit, an die Niederlande, an Frankreich, sondern auch bei uns in Deutschland. Unser Zeitgeist bestimmt rasend schnell Stimmungswechsel und damit auch schnelle Veränderungen der politischen Debatte. Auch die Bandbreite der Stimmung scheint größer geworden zu sein, bis in die Extreme. In Frankreich, meine Damen und Herren, je nachdem wie Sie zählen, haben knapp 40% radikal gewählt, wenn Sie die Stimmen von Le Pen und Mélenchon zusammenzählen. Wir als Union und ich in meiner Verantwortung als Innenminister haben auf diesen Zeitgeist, auf diesen Stimmungswandel nicht entsprechend hektisch reagiert. Ich halte das auch für falsch. Sicherheitspolitik kann man nicht sprunghaft machen, sondern mit langen Linien. Wir machen das in einem anderen Stil von Politik, wie meines Erachtens Sicherheitspolitik gemacht werden muss. Nüchtern, pragmatisch, standhaft, geordnet und am Ergebnis orientiert. Das ist unsere Visitenkarte im Sicherheitsbereich, aber nicht nur dort. Wir haben mit dieser Art, Politik zu machen, für die Sicherheit in unserem Land in dieser Legislaturperiode viel erreicht. Volker Kauder hat es gesagt und ich will im Schnelldurchgang, Sie müssen sich das auch nicht merken, es ist ziemlich viel, wir kriegen das auch nochmal schriftlich irgendwann, sehr viel erreicht. Die Sicherheitsbehörden, Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, verzeichnen einen beispiellosen Personalaufwuchs, wie es ihn in der Geschichte des Bundesgrenzschutzes, der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz noch nie gegeben hat. Bundespolizei über 20%, Bundeskriminalamt rund 25%. BfV ist geheim. Die Zahlen sind geheim. Und das BSI, weil der Präsident des BSI da sitzt, in etwa auch. Das Hauptproblem der Sicherheitsbehörden ist im Moment darin, die Stellen klug besetzen zu können und nicht um Stellen zu werben. Wir haben letztlich die Vorratsdatenspeicherung durchgesetzt, mit ein paar Mängeln, ich komme gleich darauf. Wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert, ein neues Gesetz dazu gemacht, die Zentralstellenfunktion gestärkt. Wir haben die Möglichkeit zum Einsatz von Videokameras in öffentlich genutzten Einrichtungen erheblich verbessert. Das war insbesondere zum Teil erst möglich nach dem Amoklauf in München. Und das ist auch etwas, das, ich gucke auch mal so die altgedienten Hasen der Sicherheitspolitik an, Hans-Peter Uhl und andere, das ist etwas, was einen wirklich frustrieren kann. Dass sozusagen in guten Zeiten wir mit bestimmten Vorschlägen nicht durchdringen. Und erst wenn Krisen da sind, alle Leute sagen, warum haben wir das eigentlich nicht längst gemacht? Und das ist, könnte das beim Datenaustausch Verbesserungsgesetz nennen und so. Also unser Rat ist, hört doch lieber auf uns in guten Zeiten, da muss man nicht so viel machen in schwierigen Zeiten. Wir haben die Befugnisse der Bundespolizei erweitert, Kennzeichen-Lesegeräte können jetzt eingesetzt werden, Bodycams. Wir haben, sehr wichtiger Punkt, den Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus auch mit unseren Partnern verbessert durch die Einführung der Möglichkeit gemeinsamer Dateien. Wir haben die Reisestrafbarkeit sogenannter Foreign Fighters unter Strafe gestellt und damit, wenn Sie so wollen, den Versuchstatbestand sehr, sehr weit vorverlegt. Auch damit wir, Herr Frank, in den repressiven Bereich kommen und nicht nur im Bereich der Gefahrenabwehr sind. Ich komme auf den Punkt gleich zu sprechen. Wir haben das Luftsicherheitsgesetz neu gestaltet. Der Bundesinnenminister kann jetzt bei terroristischen Bedrohungen und ähnlichen Gefährdungslagen ein Flugverbot erlassen. Wir haben mit Hochdruck die beiden Asylpakete durchgesetzt, mit schnelleren Verfahren, leichtere Ausweisungen und besseren Abschiebungen. Wir haben die Residenzpflicht eingeführt. Wir haben auch das erste Integrationsgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschaffen. Wir haben mit der Möglichkeit zentraler Registrierung und einem Zugang unterschiedlichster Behörden auf die Registrierungsprobleme des Herbstes 2015 registriert. Und ein zentrales Kerndatensystem geschaffen zur Registrierung, Speicherung und Sicherheitsüberprüfung. Wir haben die Ausreisebestimmungen verschärft nach Köln. Wir haben das IT-Sicherheitsgesetz geschafft, als erstes Sicherheitsgesetz dieser Art in Europa mit Mindeststandards für die Betreiber kritischer Infrastrukturen und Meldepflichten bei großen IT-Vorhaben. Und es geht in dieser Woche mit einem ähnlichen Tempo weiter. Wir werden morgen das BKA-Gesetz verabschieden. Mit vielen Veränderungen, auch einigen Einschränkungen, die das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat.
Aber der Kern dieses neuen Gesetzes ist, und das ist, wenn Sie so wollen, die größte Reform des polizeilichen Informationssystems seit Horst Herold, der nämlich der erste Computerfreak war im RAF-Terrorismus. Seitdem basteln wir an seinem System rum, mit hier noch einem Bypass und da noch einem Bypass. Jetzt schaffen wir ein neues, wenn Sie so wollen, Kerndatensystem, was die Basis für einen informationstechnischen Verbund ganz neuer Qualität zwischen Bund und allen Ländern wird. Wir werden das Gesetz über Fluggastdaten, PNR, für Fachleute verabschieden, nach 10 Jahren Verhandlungen mit der Möglichkeit, Fluggastdaten auszutauschen und auf Sicherheitsgefährdungen zu überprüfen. Das Ganze ist eingebettet in eine Neuordnung des Bundesdatenschutzes in Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Auch das wird diese Woche verabschiedet. Wir werden im Mai, wenn alles gut geht, das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht verabschieden, wo wir Konsequenzen aus dem Fall Amri ziehen, Absenkung der Hürden für die Abschiebungshaft, Fußfesseln für bestimmte Personengruppen. Wir werden in dieser Woche ein sehr wichtiger Punkt in der Welt, Volker Kauder meistens eigentlich, wenn er redet, und der ist extrem wichtig, wir werden in dieser Woche die Strafbarkeit bei Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte verschärfen, und zwar nicht nur bei Vollstreckungshandlung, sondern bei jeder Diensthandlung. Wenn Menschen uns schützen und unser Leben retten, dann haben sie auch einen besonderen Anspruch auf Schutz durch die Rechtsordnung, und deswegen müssen Angriffe gegen diese Uniformträger, grün und blau, besonders hart bestraft werden. Das machen wir in dieser Woche. Wir haben nicht nur Gesetze gemacht, wir haben Vereinsverbote durchgeführt, die bisher alle vor Gericht gehalten haben im rechtsextremen Bereich. Wir hatten die erste rechtsterroristische Vereinigung, die ich verboten habe mit dieser Legislaturperiode, islamistische Vereinigungen verboten. Beim Thema Wohnungseinbruch haben wir jetzt mal auf dem Papier einen Durchbruch erreicht mit der Mindeststrafe für ein Jahr, noch nicht bei dem Gesetzentwurf im Ganzen, weil wir in der Tat wollen, dass die Funkzellenabfrage, insoweit ist es Konsens auch mit der SPD, dass sie die Funkzellenabfrage auch rückwirkend machen können, damit wir wissen, wo organisierte Banden in der Vergangenheit in bestimmten Funkzellenbereichen, also Eigenheimsiedlungen oder anderswo, tätig waren, um die Aufklärung zu verbessern. Ich hoffe, wir setzen uns damit noch durch. Wir haben eine neue Einrichtung geschaffen, CITES, die für die Sicherheitsbehörden des Bundes Forschung machen kann, damit die rechtlichen Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden auch tatsächlich technisch durchgeführt werden können. Das hat zu tun etwa mit Verschleierungssystemen, moderner Messenger-Dienste und all dem. Es ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt, aber anspruchsvoll, dass man sagt, die Sicherheitsbehörden müssen auch das technisch können, was sie rechtlich dürfen. So ist nämlich im Moment sozusagen die technische Gefechtslage. Früher war es noch andersrum. CITES wird dazu einen Beitrag leisten. Wir richten am Bahnhof Südkreuz in Berlin einen Modellbahnhof ein, wo wir neue technische Möglichkeiten erproben, bis hin zur Gesichtserkennung, zur Nutzung öffentlicher Fahndung. Wir haben ein sehr wichtiges Gesetz, auch diese Woche, Frau Winkelmeier-Becker hat in der Fraktion darüber berichtet, nämlich den Gesetzentwurf zur Vermögensabschöpfung. Ja, wir waren sehr, was heißt das? Wir waren sehr hinterher, dass wir erst im Grunde an illegal erworbenes Vermögen konnten, wenn wir eine strafrechtliche Verurteilung hatten. Dann ist das Geld aber längst weg oder der Vermögensvorteil. Und deswegen haben wir jetzt im großen Stil Beweisregelungen so verändert, dass man bei Verdachtsmomenten, dass ein bestimmter Vermögenswert nicht ordnungsgemäß erworben ist, diesen Vermögen mal beschlagnahmen kann. Und damit treffen wir die organisierte Kriminalität dort, wo sie am meisten wehtut, nämlich beim Portemonnaie. Das ist gut. Das hat es in 4 Jahren so noch nicht gegeben. Und das hat es, ehrlich gesagt, auch nur mit dieser Koalition gegeben. Mit der FDP oder den Grünen hätten wir das vermutlich nicht erreicht. Aber Sicherheitsbehörden müssen eigentlich immer erfolgreich sein. Terroristen und Kriminelle nur einmal. Und das ist unser Problem. Wir haben Anschläge verhindert durch internationale Zusammenarbeit, durch gute Arbeit der Sicherheitsbehörden und durch Glück. Und manchmal in einer Kombination von allen drei Faktoren. Wir wissen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das haben wir bitter erfahren bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin und anderswo. Wir sind also mit den Ergebnissen in dieser Koalition zufrieden. Aber ich will nicht verhehlen, dass vieles von dem, was wir erreicht haben,
unseren sozialdemokratischen Partnern erst aus den Zähnen ziehen mussten und es immer mehr geschoben als freiwillig war. Und das, oder anders ausgedrückt, wir mussten die SPD oft zum Jagen tragen. Und das hat, und das ist eine Grundsatzbemerkung, die mir seit längerem durch den Kopf geht und auch schon mal mit Herrn Voskuhle besprochen habe vor 6, 7 Jahren bei einer Reise nach Amerika zum Supreme Court. Wir sind im Bereich der Repression, also wenn eine Straftat begangen hat, sind wir ziemlich streng in Deutschland. Haben wir auch, müssen wir noch was tun, aber das ist nicht das Problem. Im Bereich des besonderen Gefahrenabwehrrechts, also im Bereich von Umweltpolitik, im Bereich von technischen Standards, sagen wir, das Strafrecht ist doch viel zu spät. Wir müssen Gefahrenabwehr stärken, damit es gar nicht erst zu Umweltvorfällen kommt. Und haben die behördlichen Befugnisse im Bereich des besonderen Gefahrenabwehrrechts massiv verschärft. Bis intensivste Kontrollen im Vorfeld. Übrigens auch im Finanzbereich. Das haben wir gelernt in der Bankenkrise. Es ist ein Problem, wenn eine Bank pleite geht, die ein systemisches Risiko hat. Da haben wir gesagt, also müssen wir Gefahrenabwehr im Vorfeld machen, in einer total intensiven Weise. Und das finden alle richtig. Im Bereich des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts, wenn es um unmittelbare Schäden für Menschen geht, nicht um mittelbare Gesundheitsschäden für Menschen, die irgendwann später kommen, im unmittelbaren Gefahrenabwehrbereich gibt es sehr viel Skepsis, wenn Sicherheitspolitiker sagen, lass uns doch alles dafür tun, damit es gar nicht erst zu einem Kriminalitätsvorfall kommt. Dann müssen wir hinterher nicht mit dem Strafrecht so hinterher sein. Also wir messen im Grunde in der Öffentlichkeit im Recht der Gefahrenabwehr im polizeilichen Bereich mit einer viel strengeren Elle als in allen anderen Bereichen der Gefahrenabwehr. Und das ist ein typischer Vorgang, den wir in den Sozialdemokraten diskutieren mit den Grünen erst recht, die gerade im Umweltbereich alles im Bereich vorbeugenden Umweltschutzes gut finden. Da sind übrigens auch Datenschutzfragen nicht so wichtig, wenn es um Meldepflichten im Umweltbereich geht. Aber im vorbeugenden Gefahrenabwehrrecht der Sicherheitspolitik höchst Verdachts immer sagen, ja, ist da nicht ein Generalverdacht gegenüber der Bevölkerung? Was passiert, wenn das missbraucht wird und so weiter und so weiter? All das wird der Umweltverwaltung nie vorgehalten, dass sie vielleicht Befugnisse missbraucht. Also das ist eine grundlegende Überlegung, die uns jedenfalls massiv von Sozialdemokraten unterscheidet. Die Bedrohung, ich will es in einem Beispiel sagen, die Bedrohung der Freiheit und Sicherheit, meine Damen und Herren, für die Menschen in unserem Land, liegt nicht in der Nutzung einer Videokamera an einem U-Bahn-Treppenaufgang, sondern die Bedrohung von Freiheit und Sicherheit liegt darin, wenn ein junger Mann eine Frau in den Rücken stößt und sie runterfällt. Das ist die eigentliche Freiheitseinschränkung. Und es ist ein Fortschritt, wenn eine Kamera erlaubt, dass wir diese Straftat wenigstens aufklären können und den Täter zur Rechenschaft ziehen können. Wir arbeiten auch noch daran, in dieser Legislaturperiode die Quellen, Telekommunikationsüberwachung, die Online-Durchsuchung sicherzustellen. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt. Und Herr Frank, da hat das gemeinsame Schreiben von Ihnen, gemeinsam mit Ihren Kollegen, Generalstaatsanwälten aus allen Ländern, wir haben da lange dran verhandelt, aber sozusagen den entscheidenden rechtspolitischen Durchbruch gebracht. Und deswegen, noch will ich nicht aller Tage Abend loben, aber wenn es so ist, dann kriegen Sie von mir einen extra Dank sozusagen. Noch will ich Ihnen nicht aussprechen, weil wir es erst noch nach Hause bringen müssen. Aber es sieht so aus, als würde es funktionieren. Natürlich bleibt viel zu tun. Und ich will aus Zeitgründen das nicht im Einzelnen erwähnen, was wir da noch vorhaben. Ich will nur noch 2 Gedanken äußern. Das erste ist, wir haben, das hat Volker Kauder auch gesagt, sehr stark geredet über Befugnisse in den letzten 4 Jahren. Und zu Recht. Ich denke, wir müssen in den nächsten Jahren mehr reden über Aufgabenerledigung. Und dazu habe ich Anfang des Jahres weitreichende Vorschläge gemacht. Nicht zur Justiz, obwohl mir da sitzen zwei, eine amtierende, eine ehemalige Justizministerin, obwohl mir da ehrlich gesagt ziemlich viel einfiele und mir Polizistinnen und Polizisten ziemlich viel erzählen. Und auch da wäre es mal nötig, über Aufgabenerledigung, glaube ich, kritisch zu reden. Ich will das nicht vertiefen, weil es ist nicht meine Baustelle. Ich habe genug Baustellen. Aber ich glaube, da wäre darüber zu reden. Aber in unserem Bereich, im Bereich der Innenpolitik, ist darüber zu reden. Ich
rede darüber mit meinen Kollegen, das ist nicht immer besonders beliebt und ich will das auch hier im Einzelnen, dafür sind wir hier zu öffentlich und zu viele, nicht ausführen. Aber ein, zwei Punkte will ich dazu doch sagen. Ich finde, wenn wir große und überregionale Gefahren haben, dann brauchen wir auch eine große und überregionale Antwort. Das ist an sich nicht so schwer zu verstehen. Wenn wir uns im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum darauf verständigen, dass ein Gefährder eine bestimmte Gefährlichkeit hat, dann ist es eigentlich nicht zu viel verlangt, dass wir dann in einer noch zu besprechenden, verbindlichen Weise sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Gefährlichkeit dieses Täters in Deutschland nach den gleichen Maßstäben erfolgt, zwischen allen Bundesländern, nach den gleichen Regeln. Das finde ich nicht zu viel verlangt, das ist aber bisher nicht der Fall. Und das müssen wir, glaube ich, ändern. Ein anderes Beispiel ist die Cyberabwehr. Da sitzt der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Abwehr von Cyberangriffen ziemlich kompliziert ist und ziemlich aufwendig. Wenn wir einen Cyberangriff auf eine öffentliche Infrastruktur haben, gewichtiger Art, sind wir im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr und damit in dem Bereich der Länderzuständigkeit. Das heißt, das Land Bremen oder das Saarland oder das Land Schleswig-Holstein müssten dann einen solchen Cyberangriff professionell abwehren. Mein Vorschlag ist, das sollten wir nicht weiter verfolgen, sondern wir sollten die Abwehr solcher, die Bundesrepublik Deutschland insgesamt bedrohender, wir wissen ja nicht, ob es auch ein Angriff von außen ist, weiß man oft nicht, da müssen wir, glaube ich, eine zentrale Zuständigkeit schaffen. Das kann übrigens sonst auch niemand bezahlen, wir finden gar nicht die Leute 17-fach. Also da auch das, glaube ich, ist ein Bereich, über den wir reden müssen. Da gibt es übrigens auch Offenheit bei den Ländern und auch bei den Befugnissen. Früher hat man, ich bin da ein Jurist, der schon ein paar Jahre Jura gelernt hat, da gab es nicht nur ein allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, sondern es gab auch ein Musterpolizeigesetz. Ich weiß nicht, ob die alten Hasen sich daran erinnern. Da waren mehr oder weniger die Befugnisse alle gleich. Ich hätte auch nichts dagegen, dass man ein allgemeines Polizeigesetz schafft in Länderzuständigkeit als Mindeststandard. Und dann können die Länder, wenn sie die politischen Mehrheiten haben, darüber hinausgehen. Aber dass 14 Länder eine Schleierfahndung haben und wir sind ein Land mit den meisten Grenzen Europas und zwei Länder sagen, ach, wir möchten das nicht haben, glaube ich, geht nicht auf Dauer. Wir können nicht bei wichtigen Themen Zonen unterschiedlicher Sicherheit in Deutschland dulden und ich halte es für richtig, dass wir darüber in der nächsten Legislaturperiode ernsthaft reden, wie wir solche großen Gefahren überregional begegnen. Nun will ich noch einen Satz zu Europa sagen, nur ganz kurz. Wir diskutieren über Europa, es gibt viel Europa-Skepsis, was Europa noch leisten kann oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, in meinem Bereich ist klug gemacht, kann Europa, mehr Europa heißen mehr Sicherheit. Wir sind jetzt dabei, das haben die Regierungschefs beschlossen, meine Kollegen und ich auch, und ich hoffe, wir kriegen die Gesetzgebung noch mit, einschließlich Europäischem Parlament, bis zum Sommer oder Herbst hin, die Einführung eines europäischen Ein- und Ausreiseregisters. Das bedeutet, dass jeder Drittstaatsangehörige, der nach Europa kommt, registriert wird bei seiner Einreise, nicht nur geprüft wird, ob er einreisen darf, sondern dass er eingereist ist. Und dann wird auch nach 3 Monaten, wenn das Visum abgelaufen ist, geprüft in ganz Europa, ob er eigentlich ausgereist ist oder ob er sich illegal aufhält. Wir sind dabei, ein europäisches ESTA einzuführen. Jeder, der in Amerika weiß, wie das geht. Wir werden ja viele Staaten bekommen, die wollen, dass man visumsfrei zu uns reist. Wir haben immer in unserer Fraktion Debatten darüber, ob das mit einem Sicherheitsverlust verbunden ist oder nicht. Ein europäisches ESTA-System, wir nennen das ETIAS, was im Grundsatz beschlossen ist, wir arbeiten an den Details, führt dazu, dass wir dann bei Sicherheitsbedenken bestimmte Personen auch vom visumsfreien Verkehr ausschließen können und sagen, du darfst eben nicht zu uns kommen. Also ein Ein- und Ausreiseregister, ein europäisches ESTA und die Operabilität europäischer Dateien wäre ein derartiger Sicherheitsgewinn für Europa, den können wir national überhaupt niemals erreichen und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass es dazu kommt. Was meine ich mit Interoperabilität von Daten? Eurodac kennen Sie alle. Jeder Flüchtling, der in Griechenland ankommt, wird perfekt registriert und in Italien auch. Bei Eurodac. Eurodac hat Fingerabdrücke, aber keinen Namen.
dann gibt es das Schengener Informationssystem. Das kann jeder Polizist kontrollieren im Schengen-Bereich, ob ein Sicherheitsproblem vorliegt. Das hat Namen, aber keinen Fingerabdruck. Nun wäre das nicht so schlimm, wenn das interoperabel wäre. Ist es aber nicht. Und deswegen ist auch ein zentrales Thema europäischer Sicherheitspolitik die Interoperabilität der bestehenden europäischen Daten. Und auch das ist ein Riesensicherheitsgewinn. Meine Damen und Herren, ich will enden mit einem Gedanken, den ich zu Beginn gesagt habe, im Blick auf, ändern sich eigentlich wirklich die Zeiten so dramatisch oder ändern sich eigentlich unsere Stimmungen so schnell? Wie gehen wir damit um? Viele Menschen, das wissen wir, haben in unserem Land Verlustängste, obwohl oder weil es ihnen gut geht, sozial, kulturell oder bei der Sicherheit. Diese Angst wird von manchen politischen Wettbewerbern gefördert, indem man Stimmungen statt Inhalten macht, Angst statt Mut verbreitet und oft mit extremen Lösungen. Wir als Union sollten uns diesem Zeitgeist entgegenstellen. Sicherheitspolitik kann nicht die Verstärkung von Angst sein, auch nicht zur Organisierung von politischen Mehrheiten, sondern Sicherheitspolitik muss Ermutigung sein und Verbesserung tatsächlicher Sicherheit. Das ist das einzige Mittel, damit auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen steigt. Wir sollten in einer Weise Politik machen, die unser Land stark gemacht hat und uns immer noch stark macht. Politik mit deutschen Tugenden, fleißig und nüchtern, mit Glaube und Vernunft, nach vorne gewandt, sagen, welches Menschenbild uns leitet, nämlich das christliche Menschenbild, sagen, welche Gesellschaft wir haben wollen, vor und nach Terroranschlägen. Eine Gesellschaft, in der wir unsere kulturellen Überlieferungen schätzen, unsere Lebensgewohnheiten bewahren, mit Freiheit und Verantwortung und mit einer gemeinsamen Leitkultur für Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas de Maizière. Sie haben und auch Sie, Volker Kauder, einige Themen angerissen, die wir jetzt in drei Podien vertiefen wollen. Sie, meine Damen und Herren, haben sich dafür im Vorfeld angemeldet. Und wer was wann wo tut, das sagen Ihnen jetzt am besten die Moderatorinnen dieser Panels selber. Das sind Ute Welti, Anke Plättner und Icke. Ja, guten Tag auch von mir. Ute Welti ist mein Name. Wir werden gleich auf die Alltagskriminalität schauen, auf all das, was sich zwischen dem Einbruch in den privaten Bereich und der Gewalt an öffentlichen Plätzen abspielt. Das findet statt im Fraktionsvorstandssaal. Den finden Sie hier raus und dann rechts und gleich wieder links. Ist ein relativ kurzer Weg. Ja, und mein Name ist Anke Plättner und wir beschäftigen uns in dem dritten Panel mit den Einbrüchen, die man sozusagen nicht sieht. Datenklau und Sabotage, wie sicher sind wir im Netz? Und dazu müssen Sie jetzt tapfer sein, dazu müssen Sie nämlich hier raus und dann links abbiegen in den Fraktionsvorstandssaal der Linken. Also das ist ein nettes kollegiales Angebot der Kollegen und ich hoffe, dass wir da eine spannende Diskussion haben. Ja, also Herr Thomas de Maizière hat ja vorhin gesagt, mit FDP und Grünen hätten wir das nicht hingekriegt, von den Linken hat er nicht gesprochen. Meine Damen und Herren, die Schlauen von Ihnen haben sich für das dritte Panel, nein, für das erste angemeldet. Da können Sie hier bleiben. Wir nehmen mit Stefan Meyer den Kampf gegen den islamistischen Terror auf, mit dem Präsident des Verfassungsschutzes und Generalbundesanwalt Peter Frank. Bleiben Sie hier. Danke. Allen spannende Diskussion. Wir sehen uns wieder um 6. Da redet auch die Kanzlerin. Bis dahin. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wenn Sie mögen, können Sie gerne aufrutschen. Hier vorne sind noch Plätze frei. Und ich möchte Ihnen unser Panel vorstellen. Ich beginne mit Hans-Georg Maaßen. Dr. Hans-Georg Maaßen heuerte gleich nach seinem zweiten juristischen Examen im Bundesinnenministerium an. Das war 1991, zur Zeit Rudolf Seiters. Er war Referatsleiter für Ausländerrecht. Er war persönlicher Referent des Sicherheitsstaatssekretärs und zuletzt hat er den Stab Terrorismusbekämpfung geleitet, eine ganz gute Schule für den heutigen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Bei der Amtsübernahme 2012, so zitiert ihn die Zeit, habe er sich gefühlt wie der Stadtbaudirektor von Köln nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dabei mag ihm das Credo seines Lieblingsfilmhelden geholfen haben. Das ist auch, sagt die Zeit, ich hoffe, das stimmt, Monty Pythons Brian, stimmt das? Herr Maaßen, mögen Sie den?
Mögen Sie gar nicht? Na, dann passt das nicht. Also in der Zeit stand, dass Sie das toll finden, dass er immer auf die lichte Seite des Lebens guckt. Neben mir ist Dr. Peter Frank. Er hat in jungen Jahren mit Vorliebe Agatha Christie gelesen, wollte aber weder Hercule Poirot noch Miss Marple werden, sondern lieber Richter. Und das hat auch geklappt. Seit 2015 hat er allerdings eine Karrierestufe genommen, die er, so vermute ich, als Jugendlicher nicht im Blick hatte. Als Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof ist er Staatsanwalt unseres Landes in schwerwiegenden Strafsachen, die sich gegen die innere Sicherheit richten. Stefan Meyer, er stammt aus dem gesegneten Bundesland, wo das Einbruchsrisiko deutschlandweit am niedrigsten ist. Er hat wie Peter Frank in München Jura studiert. Seine Karriere als Vollzeitrechtsanwalt erfuhr allerdings einen kleinen Knick, als er 2002 in den Bundestag einzog. Seit dieser Legislatur ist er Oberbayer innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU und zugleich Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium. Seine frühere Leidenschaft für den Basketball kompensiert Stefan Meyer durch seine Mitgliedschaft im Sportausschuss. Meine Damen und Herren, wir haben eine knappe Stunde Zeit. Davon werden wir Ihnen eine Viertelstunde für Ihre Fragen zur Verfügung stellen. Das ist nicht ganz viel, aber für uns bleibt hier auch nicht so richtig viel. Deshalb gehen wir gleich rein. Ich dachte, dass wir zunächst über die aktuelle Situation sprechen, später mal gucken, wo sind eigentlich Punkte, Stellschrauben, wo man etwas verbessern kann in der Sicherheitsarchitektur und zum Schluss auch noch mal auf präventive Maßnahmen gucken. Herr Maaßen, könnten Sie uns mal die aktuelle Situation schildern? Sie haben im Februar mit Blick auf islamistische Gewalt bei uns gesagt, wir müssen anerkennen, dass wir in einer Lage leben und nicht mehr im Normalzustand. Was heißt das? Wie sieht die Lage aus? Ich sage es mal so, als ich vor knapp 5 Jahren Präsident des BfV wurde, habe ich mir die Lage auch etwas anders vorgestellt, als sie jetzt ist. Die nehmen wir derzeit so wahr, dass wir 2 bis 4 Gefährdungshinweise täglich bekommen. Das sind teilweise abstrakte Hinweise, die besagen, dass ein Abu Mohammed vorhaben könnte, in Deutschland einen Anschlag zu begehen. Sehr abstrakt, und meine Mitarbeiter müssen es anreichern, müssen Informationen generieren, um festzustellen, ob aus dem Gefährdungssachverhalt ein Gefährder-Sachverhalt werden kann. Wir haben 1600 Personen, die wir zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial in Deutschland zählen. Wir haben 10.000 Salafisten in Deutschland, und das ist auch eine Zahl, die in den letzten Jahren ganz erheblich zugenommen hat, von 3.800 vor einigen Jahren auf 10.000. Aus meiner Sicht ist das eine sehr ungünstige Entwicklung, die wir in den letzten Jahren wahrnehmen. Gipfelte im letzten Jahr mit 5 terroristischen Anschlägen, die wir hatten. Ein Gefährderanschlag, es wird immer der Begriff Gefährder genommen, darum nehme ich ihn jetzt auch in den Mund, weil wir nur einen hatten, das war der Anis Amri, und die anderen 4 Fälle, da kannten wir die Person weitestgehend gar nicht. Das war die Safia Schmitter, ein Mädchen, das einen Angriff auf einen Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof in Hannover gemacht hat im Februar letzten Jahres. Das waren die Burschen, die 16-Jährigen einen Anschlag auf den Sikh-Tempel gemacht hatten. Und das waren die Anschläge im Juli letzten Jahres in Würzburg und Ansbach. Und nicht zu vergessen, was vielleicht auch schon mehr und mehr in Vergessenheit gerät, der fast erfolgreiche Anschlag von Al-Bakr in Chemnitz Anfang Oktober letzten Jahres. Also wir haben eine ganze Reihe von Anschlägen gehabt in Deutschland, wo ich sagen muss, Gott sei Dank ist abgesehen von dem Anschlag in Berlin, wenn man es mit anderen europäischen Ländern sieht, noch nicht so viel passiert. Aber wir waren, was jedenfalls Flughafen Tegel und Al-Bakr angeht, im vergangenen Oktober sehr nahe dran vor einer aus meiner Sicht durchaus sehr großen Terrorbedrohung. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, in den letzten 5 Jahren hat sich im Bereich islamistischer Terrorismus die Lage deutlich negativ entwickelt. Sie haben mal gesagt, die größte Gefahr für die Sicherheit unseres Landes sei das Auseinanderfallen der Gesellschaft, weil sie eben mit dazu beiträgt, dass junge Leute dem Extremismus sich zuwenden. Wie wird denn jemand zum islamistischen Gefährder? Sie haben ja gerade gesagt, mit Amri war das jemand, der den Kriterien entspricht, die wir auf der Pfanne haben, und die anderen waren überraschend plötzlich auf der Schirmfläche.
Nun, Minister de Maizière hat in diesen Tagen von einer zunehmenden Verrohung der Gesellschaft gesprochen. Wir nehmen wahr seit einigen Jahren eine zunehmende Gewaltbereitschaft in allen Phänomenbereichen. Ob das nun der islamistische Bereich ist, Linksextremismus, da sehen wir auch mit Sorge auf den G20-Gipfel, ob es Rechtsextremismus ist. Die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden in allen Phänomenbereichen, ist größer geworden. Hinzu kommt, dass junge Leute, man kann fast sagen, wie aus dem Nichts plötzlich zu Salafisten werden. Eine Safia Schmitter, ein 15-jähriges Mädchen, der 13-jährige Junge aus Ludwigshafen, der im November letzten Jahres einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen durchführen wollte. Personen, die wir vorher so nicht auf dem Radarschirm haben, die sich entweder im eigenen sozialen Umfeld oder über Instant-Messenger-Dienste oder über das Internet radikalisieren, wo wir auch den Eindruck haben, hier entwickelt sich über das Internet eine Parallelgesellschaft, von denen selbst die Eltern gar nicht wissen, dass die Kinder dort eine Rolle spielen. Und das ist eine Entwicklung, die jedenfalls in Zahlen sich so ausdrückt, dass die Zahl der Salafisten steigt, wie ich sagte, die Zahl auch der Personen, die zum islamistischen Personenpotenzial gehören. Vielen Dank. Herr Frank, nachdem uns Herr Maaßen die Lage geschildert hat, was heißt das ganz konkret für Ihre Arbeit am Bundesgerichtshof? Können Sie uns das mal plastisch erläutern, wie viel Sie da auf dem Tisch haben? Ja, ich will da vielleicht am Anfang einige statistische Zahlen nennen. Im Jahr 2013 ist ja noch gar nicht so lange her, hatten wir bei uns in der Behörde in der Abteilung Terrorismusstrafrecht 68 Ermittlungsverfahren im Jahr geführt, 2013. Das hat sich gesteigert. Im letzten Jahr waren wir bei rund 250 Verfahren. Und ich habe heute Morgen den derzeitigen Stand abgefragt. Wir werden also Ende dieser Woche, Ende des Monats April, bei 200 Verfahren liegen. Wenn Sie das hochrechnen aufs Jahr, werden wir also dieses Jahr rund 600 Verfahren, 500 bis 600 Verfahren, Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Inlands- oder Auslandsvereinigung oder wegen Anschlagsvorhaben durchführen. Sie sehen also, dass diese aus dem Gefahrenbereich stammende explosive und deutliche Zunahme von Extremisten, von Gewalttätern, von Anschlagsvorhaben sich auch bei uns in der Tätigkeit einfach widerspiegelt. Wir waren vor 4-5 Jahren, war der Anteil der islamistischen Terrorismusstrafverfahren lag etwa bei 50-60%. Und da waren Rechts-Links-Extremisten, nationalistische Terroristen, also insbesondere aus dem türkischen Bereich, kurdisch-türkischen Bereich. In der Zwischenzeit ist der Anteil der islamistischen Terrorismusverfahren bei uns auf etwa 85-90% gestiegen. Also da sehen Sie gerade, was auch in den letzten Jahren sowohl geschickt als auch geflohen oder hierher gereist aus allen Herren Länder an islamistischen Terroristen, aus unserer Sicht zunächst einmal terroristischen Straftätern, zu uns gekommen ist. Sie stehen offenbar kurz vor der Belobigung durch den Bundesinnenminister. Er hat gerade noch mal selber Ihren Brandbrief angesprochen, der ging auch durch die Presse. Sie haben an die Länderjustizminister appelliert, um die Leistungsfähigkeit Ihrer Behörde zu sichern, mehr Personal zu schicken, Staatsanwälte, Richter. Jetzt sagte Thomas de Maizière gerade, wir müssen das erstmal nach Hause bringen. Wie ist denn da der Stand? Hat Ihr Brief geholfen? Also der Brief, der sogenannte von Ihnen genannte Brandbrief, der hat Wirkung gezeigt. Das ist so. Wir sind, das hat ja der Minister auch deutlich gemacht, die Koalition hat in den letzten Jahren gerade im Bereich der Innenbehörden, Bundeskriminalamt, BfV, BND, Bundespolizei zu einer erheblichen Stellenmehrung geführt. Auch wir bei der Bundesanwaltschaft, wenn auch nicht in diesem, ich nenne es jetzt einmal absoluten Zahlen, wir sind eine etwas kleinere Behörde, eine Staatsanwaltschaft, arbeitet ja auch anders, auch was den Personaleinsatz anbelangt. Auch wir haben prozentual deutliche Steigerungsraten erfahren. Wir konnten diese Stellen, die wir bekommen haben, allerdings nicht ausreichend besetzen. Deswegen habe ich an die Länder geschrieben. Denn wir rekrutieren unser Personal nicht selber, indem wir selber Leute einstellen, sondern wir rekrutieren unser Personal durch Abordnungen von Richtern und Staatsanwälten aus den Ländern, die zunächst einmal für 3 Jahre bei uns arbeiten. Die gleichen Aufgaben wahrnehmen wie ein Bundesstaatsanwalt, also wie ein Bundesbeamter, aber zunächst einmal für 3 Jahre bei uns sind und aus diesem Pool heraus
gewinnen wir dann auch die Bundesbeamten. Viele gehen aber auch wieder zurück in ihre Länder, um die Erfahrungen, die sie bei uns gesammelt haben, bei den Terrorismusstaatsanwaltschaften oder Extremismusstaatsanwaltschaften der Länder einzusetzen. Und dieser Personalfluss ist etwas ins Stocken geraten, weswegen ich die Länder gebeten habe, diese Stellen, die ich zur Verfügung habe, auch mit entsprechenden Köpfen besetzen zu können. Das hat Wirkung gezeigt. In der Zwischenzeit ist mir die ausreichende Anzahl an Personal durch die Übersendung von entsprechenden Personalakten auch zur Verfügung gestellt worden. Da bin ich jetzt derzeit dabei, diese auch tatsächlich zu rekrutieren, einzustellen. Das wird im Laufe dieses Jahres dann auch erfolgreich abgeschlossen werden. Also der Brief hat sich gelohnt. Ja. Schön. Okay. Herr Meyer, ich würde Ihnen gerne eine Gretchenfrage stellen. Brauchen wir eigentlich immer neue Gesetze? Wir haben ja gerade schon von Thomas de Maizière gehört, was alles passiert ist. Oder müssen wir das Bestehende nur konsequenter anwenden? Da gibt es ja zum Beispiel in Niedersachsen den Innenminister Pistorius, der zwei Gefährder abgeschoben hat, indem er als erster von einem Artikel Gebrauch gemacht hat. Für die Juristen unter Ihnen, da sind sicher viele, Paragraph 58a, das schärfste Schwert des Ausländerrechts, so sagte Herr Pistorius. Vielleicht sind die Mittel ja da und wir nutzen sie nur falsch, so wie Herr Frank auch eigentlich Zugriff auf Personal hat, aber es trotzdem nicht bekam. Ich antworte mal salomonisch. Ich würde sagen, sowohl als auch. Es gilt sowohl gesetzgeberisch tätig zu bleiben und auch die entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen, auch gesetzlichen Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden sukzessive zu erweitern, wo es erforderlich ist, aber natürlich auch vorhandenes Gesetz entsprechend konsequent anzuwenden. Und Sie sprechen die Sicherungshaft an, von der jetzt erstmals Gebrauch gemacht wurde in Niedersachsen. Aus meiner Sicht hätte unter der jetzt schon geltenden Rechtslage auch ein Mann wie Anis Amri frühzeitiger, wenn der politische Wille vorhanden gewesen wäre, in Haft genommen werden können und auch aus der Haft dann der Versuch unternommen werden können, ihn abzuschieben. Also die Rechtslage, die heute gilt, galt auch schon im vergangenen Jahr. Und unter der Rechtslage war es jetzt, wie Sie erwähnt haben, möglich, zwei nigerianische Gefährder aus Niedersachsen abzuschieben. Also es wäre aus meiner Sicht auch möglich gewesen, im Fall Anis Amri zumindest den Versuch zu unternehmen, die Haft zu beantragen. Wie dann ein Gericht entscheidet, das ist immer nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersehbar. Aber die Behörden in Nordrhein-Westfalen, insbesondere das nordrhein-westfälische Innenministerium, hätte aus meiner Sicht zumindest den Versuch unternehmen können. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass wir durchaus auch gerade im Lichte des Anschlags vom Breitscheidplatz am 19. Dezember auch sehen müssen, dass wir in gesetzgeberischer Hinsicht noch Nachbesserungsbedarf haben. Und ich gebe unserem Bundesinnenminister vollends recht, wenn er sagt, man muss leider unseren Koalitionspartner immer wieder auch zum Jagen tragen. Es gab ja schon im Oktober letzten Jahres einen fertigen Gesetzentwurf im Bundesinnenministerium, der zum Beispiel vorsah, den Ausreisegewahrsam für Gefährder zu verlängern, der zum Beispiel vorsah, einen eigenen Haftgrund für Gefährder zu schaffen, also diese Möglichkeiten der Sicherungshaft, die zugegebenermaßen nicht ganz trivial sind, etwas zu reduzieren, beispielsweise auch eine verschärfte Residenzpflicht für Gefährder einzuführen. Und leider, ich war auch bei den Verhandlungen persönlich mit dabei, hat sich unser Koalitionspartner und insbesondere auch der nordrhein-westfälische Landesinnenminister, der die A-Seite in diesen Verhandlungen vertreten hat, vehement gegen diesen Gesetzesvorschlag des Bundesinnenministeriums verwehrt und gewandt. Und es bedurfte auf bedauerliche Weise erst dieses schrecklichen Anschlags vom Breitscheidplatz, um hier ein Umdenken bei unserem Koalitionspartner zu erreichen. Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf, der auch im Konsens vorangetrieben wird, zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Wir werden diesen Gesetzentwurf auch noch in der laufenden Legislaturperiode verabschieden. Er sieht beispielsweise auch die von mir genannten Punkte vor, zusätzlich auch die Möglichkeit, Gefährder mit einer elektronischen Fußfessel auch zu versehen, wenn dies im Einzelfall auch möglich ist. Das ist kein Allheilmittel, aber durchaus ein unterstützendes Mittel, das insbesondere auch die Verfassungsschutzämter in personeller Hinsicht etwas erleichtern soll. Man braucht ja, um einen Gefährder rund um die Uhr zu beobachten, zwischen 24 und 30 Mitarbeiter. Deswegen war es auch richtig, dass wir hier personell deutlich nachgebessert haben.
Wenn man sich nur mal ansieht, wir haben allein innerhalb von 3 Jahren den Etat des Bundesinnenministeriums um 50% erhöht. Von 6 Milliarden von vor 3 Jahren auf in diesem Jahr 9 Milliarden. Und der überwiegende Großteil dieser zusätzlichen Mittel ist in den Sicherheitsbereich geflossen. Dann glaube ich, kann man schon mit Fug und Recht behaupten, wir haben auch entsprechend diesen gestiegenen Herausforderungen in Rechnung getragen. Das sind keine Luxusausgaben, die hier vorgenommen werden, sondern das sind dringendst erforderliche personelle, aber auch darüber hinausgehende finanzielle Besserstellungen der Sicherheitsbehörden, die eben korrespondieren zu der erhöhten Bedrohung, die vor allem der islamistische Terrorismus für unser Land darstellt. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, es bedurfte erst dieses schrecklichen Anschlags, um da eine Änderung herbeizuführen. Mein alter Eindruck als Beobachterin von Politik ist, dass es ja ganz oft so ist, dass die Politik hinterher zu laufen scheint. Jetzt haben wir passgenaue Antworten für einen Fall wie Amri, aber dann gibt es irgendeinen anderen Fall und da braucht man vielleicht wieder neue Antworten. Fühlen Sie sich da getrieben von den Ereignissen? Also zur Wahrheit gehört natürlich, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es wäre vollkommen naiv und meines Erachtens sogar wirklich auch nicht redlich, wenn man behaupten würde, man schafft jetzt ein gesetzgeberisches Konstrukt und mit dem wird mit hundertprozentiger Sicherheit gewährleistet, dass sich ein Fall wie am 19. Dezember in Deutschland nicht wiederholen kann. Ich würde aber dennoch nicht behaupten, wir sind Getriebene. Ich glaube wirklich, man kann mit Fug und Recht behaupten und insoweit hat der Bundesinnenminister vollkommen recht, wir haben in dieser Legislaturperiode so viel Gesetzgebung im Bereich der Sicherheitspolitik gemacht, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir insgesamt ein Gesetzgebungskonstrukt haben, dass wir eine Rechtslage haben, die es unseren Sicherheitsbehörden in größtmöglicher Weise ermöglicht, im Vorfeld präventiv effektiv Gefährder zu bekämpfen. Und es wird ja viel zu selten erwähnt, dass der überwiegende Großteil der geplanten Anschläge rechtzeitig verhindert wird. Jabhar al-Bakr ist von Herrn Dr. Maaßen erwähnt worden. Es sind natürlich auch bedauerlicherweise im Jahr 2016 4 Anschläge aus Sicht der Terroristen geglückt, aber es sind weitaus mehr Anschläge rechtzeitig verhindert worden. Und das liegt aus meiner Sicht wirklich an der sehr professionellen und guten Arbeit der Sicherheitsbehörden. Aber ich glaube, man kann schon auch behaupten, das liegt auch daran, dass wir durchaus auch schon rechtzeitig richtige Gesetzgebung vorgenommen haben. Deswegen würde ich es nicht so sehen, dass wir hier nur nach dem Hase- und Igel-Spiel immer hinterherlaufen, was die Rechtslage anbelangt. Mhm. Der Fall Amri ist ja insofern auch sehr interessant, als da ganz verschiedene Herausforderungen deutlich werden, vor denen auch die Behörden stehen. Herr Maaßen, wenn wir mal auf die Sicherheitsarchitektur gucken, auf das Zusammenspiel von Bund und Ländern und Behörden, was wünschen Sie sich da, wo kann man eventuell etwas besser machen, als es zum Beispiel im Fall Amri gelaufen ist? Ich glaube, dass die Zusammenarbeit im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum, das wir hier in Berlin haben, im Rahmen dessen, was das Recht hergibt, gut ist, wenn nicht sogar sehr gut ist. Und wenn ich die Beschränkung mache im Rahmen des Rechts, dann mache ich damit auch deutlich, dass das Recht, das wir hier anwenden, ein Recht ist, das uns in mehrerer Hinsicht dazu zwingt, in Teilen auch nicht so gut zu kooperieren. Wir haben auf der einen Seite das Trennungsgebot zwischen den Nachrichtendiensten und den Polizeibehörden, was, und das will ich hier deutlich sagen, sicherlich auch richtig ist, aber uns große Schwierigkeiten beim Informationsaustausch bereitet. Ich denke da auch an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Antiterrordatei, die aus meiner Sicht die Antiterrordatei wichtig war, aber wo ich auch den Eindruck habe, hier hat vielleicht das Bundesverfassungsgericht auch nicht genau erkannt, was für eine Dienstleistung die Nachrichtendienste nämlich erbringen, nämlich Informationen für die Polizeien zu liefern. Und das zweite Problem ist die föderale Ordnung, nämlich Bund und Länder, Verfassungsschutz und Landesämter für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter. Da haben wir die zweite Trennung. Das GTAZ versucht, ich sage mal, auf eine pragmatische Art und Weise hier zu einem Informationsaustausch zu kommen, in Kenntnis und der bestehenden Trennungsgebote, die wir haben, ohne diese Trennungsgebote anzurühren und zu überwinden. Ich halte es für wichtig, wenn wir hier noch zu einer besseren Zusammenarbeit kommen. Und hier möchte ich für den Verfassungsschutz sprechen. Der Verfassungsschutz ist ja zu einer Zeit gegründet worden,
als das Gegenüber im Grunde nur aus Sowjetrussland und DDR bestand. Wir im inländischen Bereich versucht haben, nach Kräften Altnazis und Neunazis zu identifizieren, die sich auch nicht in einer wiedererstarkten rechtsextremistischen Organisation etablieren könnten. Aber wir waren weit entweg davon, in den 50er, 60er Jahren zu denken, dass wir es zu tun haben mit einem internationalen islamistischen Terrorismus. Und ein internationaler islamistischer Terrorismus ist keine Angelegenheit eines einzelnen Landes, sondern des Bundes. Und ich glaube, hier brauchen wir einfach eine stärkere Steuerung. Wir waren bis Anfang der 90er Jahre schon mal so weit gewesen, dass der Bund Ländern im Verfassungsschutzbereich Weisungen geben konnte. Diese Regelung ist aufgehoben worden und ist seinerzeit ersetzt worden, dadurch, dass man versuchte, eine aufgabengenaue Trennung wahrzunehmen zwischen Landesämtern und Bundesämtern, was aus meiner Sicht nicht wirklich gelungen ist, weil man immer wieder, wenn es einen Fall gab wie NSU oder andere Fälle, versuchte nachzujustieren. Also hier würde ich mir wünschen, wir hätten als Bund eine stärkere Steuerung auch auf die Ressourcen der Landesämter. Mhm. Was wir auch überlegen müssen ist, wir müssen natürlich als Verfassungsschutz in der Fläche präsent sein. Und es ist gut, dass der Verfassungsschutz mit den Landesämtern in der Fläche präsent ist. Aber wir müssen auch da nachjustieren. Sich die Frage stellen, macht es Sinn, dass es ein Landesamt in Bremen gibt, das zuständig ist für Bremen und Bremerhaven, aber nicht für Bremervörde und Delmenhorst, sondern dass Hannover dafür zuständig ist. Und dass in Bremerhaven und Bremen ein anderes Recht gilt als in Bremervörde. Macht es Sinn, dass wir ein Verfassungsschutzamt in Mainz und in Wiesbaden in 30 Kilometer Entfernung haben, aber nicht in einem Hotspot wie das östliche Hessen oder auch im Norden von Hessen? Auch da muss man nachdenken. Und ich bin hier der Meinung, wir sollten uns hier nicht Denkverbote auferlegen, sondern vor dem Hintergrund der jetzigen Sicherheitslage auch darüber nachdenken, ob wir hier nicht einfach nachjustieren. Nämlich dadurch würde aus meiner Sicht die Zusammenarbeit noch besser werden. Mhm. Vielen Dank. Wie ist das bei Ihnen, Herr Frank? Ist Ihnen der Föderalismus in gewisser Hinsicht auch manchmal ein Dorn im Auge oder eine Hürde bei der Arbeit? Ich meine, Sie wissen, ich komme aus Bayern. Die Bayern sind immer ausgeprägte Föderalisten. Und man muss auch schon deutlich... Sie sind aber Baden-Württemberger. Das ist richtig, aber ich bin in Bayern stark sozialisiert und habe jahrelang in der bayerischen Staatsverwaltung gearbeitet. Man muss sich immer deutlich machen, und ich will jetzt insoweit nur für den Bereich der Strafverfolgung sprechen, nur für den Bereich der Strafrechtspflege. Der Föderalismus als solches hat in Deutschland, abgesehen davon, dass er eine historische Entwicklung von mehreren hundert Jahren hat, auch einen deutlichen Mehrwert. Das muss man auch sagen, hat einen deutlichen Mehrwert. Und diesen Mehrwert soll man nicht immer gleich in Frage stellen. Aber was den Bereich der Strafverfolgung anbelangt, und das kann man auch bei verschiedenen hierarchischen Ebenen wie einer Bundesebene und einer Landesebene immer deutlich machen, entscheidend ist doch immer die Frage, dass es klare Zuständigkeiten und klare Verantwortlichkeiten gibt. Wenn eine Behörde weiß, sie muss einen Fall in die Hand nehmen oder wie wir immer so schön sagen, den Hut aufsetzen, dann kann ein Fall genauso gut auf Landesebene wie auf Bundesebene gelöst werden. Entscheidend ist immer nur, dass sich diese Behörde ihrer Verantwortung bewusst ist und dann, wenn es der Bereich der Strafverfolgung ist, die Strafverfolgung auch konsequent durchzieht. Insoweit ist es dann natürlich, wenn wir Berührungspunkte zwischen einer Bundesbehörde und einer Landesbehörde haben, dass sich die Behörden auch untereinander gut abstimmen. Aber einer hat den Hut auf und einer trägt die Verantwortung. Wo wir im Bereich der, und das zeigt, glaube ich, im Nachhinein der Blick auf den Fall Anis Amri, wo wir allerdings einen gewissen, ich sage mal, Verbesserungsbedarf sehen, vielleicht kann man das Wort auch Defizit nennen, ist bei der Frage der Bekämpfung der, und der Strafverfolgung der Alltagskriminalität. Und da müssen, glaube ich, auch die Justizeinrichtungen einen Beitrag leisten, um es den Polizeibehörden, die für die Gefahrenabwehr zuständig sind, die für die Gefährderbeobachtung zuständig sind und letztendlich auch für die Ausländerbehörden, die ja vielleicht auch manchmal Zeit brauchen, um Material zu sammeln,
um bestimmte ausländerrechtliche Maßnahmen treffen zu können, also sprich Ausweisungsverfügungen oder Ähnliches. Insoweit müssen bei Hochrisikogefährdern auch die Justizbehörden einen Beitrag leisten, um, ich nenne es einfach mal etwas salopp, einen Gefährder temporär von der Straße zu holen. Wenn das nicht mit Mitteln des Staatsschutzstrafrechts geht, weil eben ein Gefährder ja noch niemand ist, der eine Staatsschutzstraftat begangen hat, sondern eben immer nur bereit ist, eine Straftat zu begehen, also er jetzt nicht in die Zuständigkeit des GBA fällt oder in die Zuständigkeit auch einer Staatsschutzstaatsanwaltschaft des Landes, sondern der, wie Anis Amri gezeigt hat, quer durch die Republik reist, unter zig verschiedenen Namen auftritt und dort kleinere Betrügereien begeht, Sozialhilfebetrügereien, Urkundendelikte und Ähnliches, dann müssen wir künftig stärker versuchen, eine Verfahrensbündelung herbeizuführen. Das Gesetz gibt die Möglichkeit dazu, auch Verfahrensabsprachen zwischen den Ländern geben die Möglichkeit dazu, sogenannte Sammelverfahren zu führen. Und da müssen wir wieder versuchen, also wir meine ich jetzt die Staatsanwaltschaften, Bund und Länder, müssen wir versuchen, wieder Verantwortlichkeiten zu definieren, eine ganz konkrete Verantwortlichkeit herzustellen bei einer Staatsanwaltschaft, die dann bundesweit alle Verfahren einsammelt und dann in der Summe versucht, in der Summe der Straftaten, also der Delikte, der vorgeworfenen Delikte, in der Summe dann einen so gewaltigen oder zumindest einen so kräftigen Vorwurf zusammenzusammeln, dass es für eine Untersuchungshaft oder eventuell auch eine Strafhaft reicht. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir als Staatsanwaltschaft und die jetzt auch uns als GBA, nachdem wir die einzige Staatsanwaltschaft sind, die im GTAZ vertreten sind, dass wir insoweit bei den Ländern eine gewisse koordinierende Rolle übernehmen werden. Also Sie wünschen sich mehr zentrale Befugnisse? Ich habe nichts von gesetzlichen Befugnissen gesprochen. Ich sage, wir müssen dort eine Koordinierungsfunktion übernehmen und wir müssen die Länder, die Länderstaatsanwaltschaften dorthin motivieren, diese Verantwortung im Bereich der Allgemeinkriminalität, denn dafür bin ich nicht zuständig. Ich kann nicht vor einem Staatsschutzsenat eines Oberlandesgerichts einen Betrug oder eine Urkundenfälschung anklagen, dort aber die Verantwortung zu übernehmen und dann letztendlich dafür, wenn ich es wieder salopp sagen darf, den Hut aufzunehmen und bundesweit notfalls den Sozialhilfebetrug, die Urkundenfälschung, die Leistungserschleichung, den Einbruchsdiebstahl oder sonst irgendwelche oder Drogendelikte zu verfolgen. Mhm, danke. Herr Mayer, jetzt hat Herr Maaßen vorhin gesagt, das Recht zwingt uns in manchen Teilen nicht so gut zu kooperieren. Als Politiker haben Sie den Auftrag, politische Rahmenbedingungen zu schaffen, die dafür sorgen, dass das besser geht. Wie übersetzen Sie das denn in politisches Handeln, was die beiden Herren hier sagen? Natürlich geht es darum, exemplarisch auch am Fall Anis Amri festgemacht, notwendige Konsequenzen zu ziehen, auch was eine bessere Kooperation der Landes- und der Bundesbehörden anbelangt. Keiner will am Trennungsgebot rütteln, um dies auch klar zu machen. Aber ich glaube, das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, das es mittlerweile ja seit über 10 Jahren gibt, arbeitet hier schon sehr gut. Ich sage aber auch ganz offen, auch im Lichte der Erfahrungen Anis Amri, da ist durchaus auch noch etwas verbesserungsfähig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gleichwohl muss man immer darauf hinweisen, das GTAZ hat keine exekutiven Befugnisse. Es ist eine Informationsplattform, auf der aus meiner Sicht durchaus schon in guter Weise auch Informationen geteilt werden. Aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, und insoweit bin ich vollkommen bei Herrn Dr. Frank und auch bei Herrn Dr. Maaßen, es geht darum, gerade auch in Extremfällen, also bei hochbrisanten, hochsensiblen Gefährdungssituationen, klar zu machen, wer den Hut auf hat, sowohl im polizeilichen Bereich als auch im nachrichtendienstlichen Bereich. Und ich glaube nicht, dass man so weit gehen muss, Landesämter für Verfassungsschutz zur Disposition zu stellen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn sich offenkundig herausstellt, dass ein Landesamt für Verfassungsschutz, ich nenne zum Beispiel jetzt mal Bremen, ich glaube, das Bremer Landesamt für Verfassungsschutz hat 35 Mitarbeiter oder so in etwa, mit einer doch sehr aktiven salafistischen Szene in Bremen. Wenn man offenkundig sieht, dass ein Landesamt für Verfassungsschutz überfordert ist mit der Beobachtung eines Gefährders, dass dann das Bundesamt für Verfassungsschutz diesen Fall an sich ziehen kann, dass es also ein Initiativrecht zugesprochen bekommt, dass diese Zentralstellenfunktion des BFVs noch entsprechend ausgebaut wird. Da geht es nicht darum, bin auch Bayer und deswegen auch von Geburt an überzeugter Föderalist, es geht hier nicht darum, einzelne Bundesländer zu unterminieren,
und insbesondere gut funktionierende und gut arbeitende Landesämter für Verfassungsschutz hier auszuboten. Aber es geht darum, festzuhalten, dass ein Mann wie Anis Amri ja nicht nur für ein Bundesland eine Gefährdung darstellt, sondern gerade Gefährder wie Anis Amri, die sehr reiselustig sind, die quer durch die Republik reisen, stellen ja nicht nur für Nordrhein-Westfalen oder nicht nur für Berlin eine akute Gefahr dar, sondern möglicherweise schon morgen für Baden-Württemberg oder Bayern. Und deshalb ist es aus meiner Sicht dringendst erforderlich, in derartigen Konstellationen auch die Bundessicherheitsbehörden in ihrer Kompetenz zu stärken. Das ist jetzt keine Entwicklung, die kurzfristig möglich ist. Die muss man sich für die nächste Legislaturperiode aus meiner Sicht vornehmen. Da muss man auch die Länder intensiv mit einbeziehen. Gerade wenn es um die Abgabe von partiellen Kompetenzen geht, sind die Länder, egal welche Couleur dort das Sagen hat, natürlich sehr sensibel, aus nachvollziehbaren Gründen. Deswegen kann man sowas nicht übers Knie brechen. Aber ich glaube schon, dass Innenminister de Maizière recht hat, dass im Bereich des Cybercrimes hier stärker der Bund auch in den Kompetenzen gestärkt werden muss, durchaus aber auch im Bereich des Terrorismus oder der Terrorismusbekämpfung, gerade was so Fälle wie Anis Amri anbelangt. Sie haben gerade von Cybercrime gesprochen. Als Herr de Maizière vorhin von CITES sprach, da sagte er, es geht darum, dass zum Beispiel Ihre Behörde, Herr Maaßen, die rechtlichen Möglichkeiten, die sie hat, auch technisch umsetzen kann. Wie erleben Sie das gerade? Haben Sie genügend Ermittlungsinstrumente? Also mein Eindruck ist, dass die Politik gegenüber den Nachrichtendiensten ausgesprochen zurückhaltend ist, was neue Ermittlungsinstrumente angeht, heißt also Befugnisse. Ich weiß, die Polizei und auch die Staatsanwaltschaften müssen ringen, weniger was jedenfalls die Union angeht, als vielmehr bei der SPD dafür werben und Überzeugungs- oder Überredungsarbeit leisten. Beim Verfassungsschutz ist es noch wesentlich schwieriger. Vorhin sind Stichworte gefallen wie Vorratsdatenspeicherung oder Quellen-TKÜ oder Online-Durchsuchung. Derartige Instrumente bräuchten wir auch. Ich würde auch gerne mal deutlich machen, aus was für einer Perspektive wir arbeiten. Die Polizei ist grundsätzlich entweder Strafverfolgungsbehörde oder Gefahrenabwehrbehörde. Bei der Strafverfolgungsbehörde ist regelmäßig das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und bei einem Selbstmordattentäter, sage ich mal einfach so salopp, wird man bei der Strafermittlung nicht mehr viel rausbekommen. Ist vielleicht noch ein Netzwerk, das wäre schön, dann ist man schon wieder bei der Gefahrenabwehr. Unser Job als Verfassungsschutz besteht darin, vielleicht aus einem Gerücht, aus einer Information einer menschlichen Quelle, einer Information, die eine technische Quelle generiert, einen Gefährder zu machen, den man namhaft zu machen oder einen Sachverhalt aufzuklären. Wenn wir zum Beispiel eine Information bekommen, wie wir sie vor einiger Zeit bekommen hatten, dass eine menschliche Quelle uns aus einer Moschee berichtet, da gibt es das Gerücht, es sei wieder jemand aus Syrien gekommen und da habe eine Kalaschnikow, da würden wir gerne wissen, ob das eine Geschichte ist, die er erfunden hat oder ob da etwas dran ist. Das heißt, wir müssen hier Aufklärungsarbeit leisten und das ist die Aufgabe des Nachrichtendienstes, aus einer derartigen Geschichte einen Namen zu machen, ein Al-Bakr oder in diesem Fall war es eine andere Person gewesen, die wir dann identifizieren konnten durch nachrichtendienstliche Quellen. Und in der Tat, die Person hatte zu Hause in Kassel auch eine Kalaschnikow gehabt. Und dann war es ein Fall, den wir direkt an die Polizei weitergegeben haben. Ich will damit sagen, der Nachrichtendienst ist im Vorfeld der Gefahr im Grunde genommen tätig. Und wir brauchen im Grunde genommen alle Informationen, die dazu führen, zunächst einmal einen Ersthinweis zu bekommen, sei es nur ein Gerücht, und dann aus diesem Gerücht dann eine Geschichte zu machen, wo am Ende ein Name mit, ich sage mal, einer ladungsfähigen Anschrift steht. Und das ist unser großes Problem. Gefährder, sage ich jetzt einfach mal so, kann man überwachen, wenn man die Instrumente hat, wenn man das Personal hat. Man weiß, wer das ist, mit wem man sich beschäftigen muss. Bei den vier anderen Anschlägen im vergangenen Jahr, außer den Anis Amri-Anschlag, kannten wir diese Person nicht. Wir wussten nicht, was Safia Schmitter vorhatte oder dass es diese Safia Schmitter als Salafistin so gab. Was wird Ihnen denn helfen, das zu wissen? Ich sage Ihnen mal, Detektivarbeit ist das, was wir machen. Wir würden zum Beispiel gerne wissen, wer aus Deutschland schaut sich
auf malaysischen Servern gerade Enthauptungsvideos an. Aus einer derartigen IP-Adresse könnte man in Abgleich mit anderen Datenbanken einen Namen machen. Das heißt nicht, dass es ein Mensch ist, der vielleicht wirklich vorhat, einen Anschlag zu begehen, aber wir könnten es abgleichen und kämen vielleicht zu einem weiteren Fall. Und warum geht das nicht? Fehlt es an der Technik oder an den Leuten, die Zeit dafür haben? Es fehlt in Teilen auch an den Rechtsgrundlagen. Mhm. Es fehlt an der Technik weniger. Sind wir auch sehr dankbar dem Haushaltsausschuss des Bundestages, das, was die technische Ausstattung wie ein Mehr auch an finanzieller Unterstützung bekommen hat, auch an Planstellen. Gestern habe ich wieder zwei Physiker einstellen können, die uns unterstützen im Bereich der technischen Aufklärung. Aber es fehlt in Teilen auch einfach an rechtlichen Befugnissen. Oder um ein anderes Beispiel zu bringen, die bisherige Telekommunikationsüberwachung des Verfassungsschutzes ging immer von einer Person aus oder einer IP-Adresse oder Telefonnummer. Das heißt, wir kannten im Grunde genommen unser Gegenüber, auch wenn es einen Alias-Namen hatte, sind zur G10-Kommission gegangen und haben die Genehmigung bekommen, zu dieser Telefonnummer, IP-Adresse dann eine Telekommunikationsüberwachung zu betreiben. Was uns viel mehr interessieren würde, ist, wer im Grunde genommen in den deutschen Netzen eine Verbrechensverabredung betreibt. Das wäre im Grunde genommen eine strategische Überwachung, die man beispielsweise mit bestimmten Fingerprints eine strategische Überwachung bei uns im Netz betreibt. Das darf der BND im Ausland machen, wir dürfen es nicht. Das ist nur eine Überlegung, die man anstellen kann. Aber Sie haben mich ja gefragt, was wir vielleicht an Befugnissen noch gerne hätten. Und ich sage, wir haben eine ganze Reihe von Befugnissen, die auch zu guten Ergebnissen geführt haben. Aber ich sehe, dass einfach die Entwicklung, die unser Gegenüber nimmt, einfach deutlich negativer ist. Und wir müssen auch in der Hinsicht nachdenken, inwieweit wir hier unseren Werkzeugkasten mit weiteren Werkzeugen füllen. Mhm. Mit welchem Ohr hören Sie das, Herr Mayer? Gehen Sie da chor und sagen, ja, da kümmern wir uns drum? Oder meinen Sie, das ist politisch kaum durchsetzbar, was sich Herr Maaßen wünscht? Ich höre das mit einem sehr offenen Ohr, um das wirklich auch ausdrücklich zu sagen. Und ich nehme das auch sehr ernst, insbesondere was seitens des BfVs auch an uns herangetragen wird. Persönlich wäre ich zum Beispiel sehr offen dafür, die Möglichkeiten der Vorratsdatenspeicherung zu erweitern, auch für den präventiven Bereich, auch für die Möglichkeiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Auch hier könnte Bayern beispielgebend sein. In Bayern ist dies schon möglich, dass die Vorratsdaten auch vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz entsprechend auch im Bereich der Terrorismusbekämpfung genutzt werden. Auf Bundesebene ist dies noch nicht möglich. Natürlich braucht man, ich hoffe natürlich, wir kommen in die Situation, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen, aller Voraussicht nach zumindest einen Koalitionspartner, mit dem man sowas machen kann. Das ist nicht ganz einfach. Deswegen ist es natürlich dann als zweiter Schritt auch die Frage, was ist politisch durchsetzbar? Nur ich glaube, und das erhoffe ich mir auch von dem Koalitionspartner, mit wem immer wir auch dann Koalitionsverhandlungen führen, dass zumindest diese Offenheit gegenüber diesen Anliegen und aus meiner Sicht berechtigten Bedürfnissen des Verfassungsschutzes auch an uns herangetragen werden. Was dann politisch machbar ist, das wird man dann im zweiten sehen. Aber im ersten sollte man auf jeden Fall gegenüber diesen Anliegen des Verfassungsschutzes aus meiner Sicht sehr aufgeschlossen sein. Bevor wir öffnen, würde ich gerne noch ganz kurz, da müssen wir ein bisschen zügig sein, auf die Prävention gucken. Da kommen junge Männer ins Spiel ohne Perspektive. Das ist seit Jahrhunderten wohl die Gruppe, die am ehesten auffällig wird bei Straftaten oder durch Straftaten. Und das ist eine Personengruppe, wie wir sie auch unter den Migranten vorfinden. Müssen wir da besser hingucken? Was haben Sie für Ideen für die Prävention, Herr Maaßen? Und ich bin froh, dass wir nicht auch noch für Präventionsarbeit zuständig sind als Verfassung. Aber Ideen haben Sie. Ja, weil wir natürlich sehr viel mitbekommen. Wir haben das mal als die 4 M's bezeichnet, was die jungen Männer ausmacht, die sich salafistisch radikalisieren. Junge Männer, muslimisch, Migrationshintergrund, Misserfolge in der Schule, im Privatleben und suchen letztendlich eine Orientierung. Sie haben vorhin gesagt, so etwas gab es immer. Es gab es in der Tat immer, dass junge Männer, die auf der Suche nach Orientierung sind, nach einer klaren Ansage, nach Schwarz und Weiß, regelmäßig schnell Opfer werden konnten, ich sage mal von Menschenfängern, die diese Orientierung angeboten haben. Was wir aus meiner Sicht einfach brauchen, ist, dass wir eine
Jugendarbeit auch haben, die auf diese Leute, auf diese jungen Männer auch zugeschnitten ist. Wir sehen, dass zum Beispiel in so einem Hotspot wie Dienstlaken, wo eine ganze Reihe von jungen Männern radikalisiert worden durch so einen einzigen Islamisten, es offensichtlich auch Probleme gegeben hat bei dieser, ich sage mal, Integration dieser jungen Leute in unsere Gesellschaft. Und ich sehe, dass wir in Deutschland inzwischen sehr viel schon tun, in der Bekämpfung jedenfalls dieser Radikalisierung, in der Bekämpfung von Salafismus. Ich muss sagen, für mich allerdings das Entscheidende ist das, was an Zahlen rauskommt. 10.000 Salafisten gegenüber 3.800 vor ein paar Jahren macht deutlich, dass wir noch nicht da sind, jedenfalls in der Präventionsarbeit, wo wir sein müssten, nämlich diese Zunahme an radikalisierten Muslimen zu stoppen. Und da, denke ich mir, haben wir noch viel zu tun. Und das ist, denke ich, in erster Linie dann eine Aufgabe für alle in der Gesellschaft, die eben für die Jugendarbeit auch zuständig ist. Herr Frank, ganz explizit natürlich sind auch Sie nicht für Prävention zuständig. Umso freimütiger können Sie vielleicht darüber nachdenken, ja, weil dann haben Sie hinterher nicht so viel Arbeit. Ja, das ist richtig. Ich will jetzt nicht das wiederholen, was Herr Maaßen schon alles gesagt hat, sondern ich versuche vielleicht mal ein gewisses ideologischen Grundlage zu liefern. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage, die den islamistischen Terrorismus, sondern jede Form des Terrorismus betrifft. Was macht denn unseren Staat aus? Was macht denn eigentlich unsere Gesellschaft aus? Was haben wir in den letzten Hunderten von Jahren hier errungen? Was unterscheidet uns auch von anderen Gesellschaftsordnungen und macht uns vielleicht auch insoweit, und ich will nicht überheblich sein, dann doch so selbstbewusst, dass man sagen kann, das ist ein Mehrwert, den wir haben. Und das sind aus meiner Sicht drei Basics. Das eine ist das Demokratieprinzip, das wir haben in Europa, in Westeuropa, nämlich Herrschaft durch das Volk, ausgedrückt in Wahlen, in dem eine Mehrheit irgendwann einmal bestimmte Parteien oder bestimmte Regierungsvertreter beauftragt, diese Herrschaft auf Zeit auszuüben, und in der diese Mehrheit aber immer wieder nach einem gewissen Turnus versuchen muss, die Mehrheit wieder zu gewinnen, und die Minderheit aber die Möglichkeit hat, die Mehrheit abzulösen, durch selber eine Mehrheit zu bilden. Der zweite Punkt ist, dass wir in einer pluralistischen, freiheitsorientierten, auf individuelle Rechte orientierten Gesellschaft leben. Menschenrechte, Gleichheitssätze. Jeder kann tun und lassen, was er will in Europa, in Deutschland. Und der dritte Basic, und das dritte Basic ist, wir sind ein rechtsgebundener Staat. Einer, der das Rechtsstaatsprinzip hat, der Gewaltenteilung hat, in dem gerichtliche, justizielle Verfahren jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, seine Rechte durchzusetzen, um sie zu verwirklichen zu können. Das sind aus meiner Sicht so die drei Basics. Und das ist egal, ob das jetzt ein islamistischer Terrorismus, ein Rechts- oder Linksterrorismus ist. Alle Terroristen lehnen diese drei Basics ab. Und ich glaube, wenn man sich auch in die Gesellschaft hineinhört und immer wieder hört, was dort teilweise nicht nur im Bereich von Terroristen, sondern auch von Extremisten oder auch von vielen Bürgern auf Demonstrationen, bei Meinungsäußerungen, wenn sie Chats lesen, wenn sie allein nur auf eine Online-Seite einer Zeitung gehen und schauen sich die Kommentare zu irgendeinem Artikel an, irgendwo langsam verloren geht. Dieses Bewusstsein, was unseren Staat ausmacht und was diese drei Basics sind. Und ich glaube, daran müssen wir als Gesamtgesellschaft deutlich arbeiten. Denn dann wird dem Terrorismus, dem Extremismus auch der Boden entzogen. Mhm. Vielen Dank, Herr Frank. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf Ihre Fragen. Ich gestehe, wir haben etwa 12 Minuten Zeit, das ist nicht viel. Toll wären kurze Fragen, kurze Antworten, bitte sehr. Die Mikros sind in der Mitte, da haben Sie leider einen kleinen Weg vor sich. Gibt es noch jemanden, der näher dran ist an einem Mikrofon? Noch sehe ich niemanden. Und wenn Sie sich kurz vorstellen, vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Christian Kalis. Ich bin hier Professor für Europarecht und Verfassungsrecht an der FU Berlin und Vorsitzender der Fachkommission Europarecht im BACDJ. Die europäische Dimension würde ich gerne ansprechen. Was fehlt aus Ihrer Sicht in der europäischen Zusammenarbeit? Ganz konkret, Herr Frank, kann man aus Eurojust, die europäische Staatsanwaltschaft, eine Zuständigkeit vielleicht für die europäische Dimension der Terrorismusbekämpfung, die ja hier ganz klar grenzüberschreitende Dimensionen hat, sollte man da arbeiten? Und Herrn Maaßen würde ich gerne fragen, brauchen wir nicht tatsächlich ein
viel besseren Informationsaustausch, auch gerade im Bereich der Informationen, der Nachrichtendienste, der vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir viele Informationen auf der nationalen Ebene haben, dass es aber daran fehlt, diese Informationen zu verbinden aus den nationalen Räumen heraus. Also dieses Berühmte, was auch in Amerika eine große Rolle spielt, in den USA nach den Anschlägen 2001, dieses Connecting the Dots, wie sich das so schön nennt. Also das, die Zahlen haben wir, aber wir müssen aus den Zahlen das Bild malen, um einen europäischen Blick auf die Sicherheitslage zu bekommen. Danke. Dankeschön, Herr Kallis. Kurze Antworten von Herrn Frank und Herrn Maas. Herr Professor Kallis, also die europäische Staatsanwaltschaft aus Eurojust heraus zu entwickeln, wird schwierig sein. Denn die europäische Staatsanwaltschaft soll ja nach dem derzeitigen Entwurf die Zuständigkeit haben für alle Straftaten, die die finanziellen Belange der EU beeinträchtigen, nicht des Terrorismus. Wir werden auch Eurojust weiterhin brauchen, unabhängig davon, ob man es aus Eurojust hätte entwickeln können. Eurojust ist eine Koordinierungsstelle der europäischen Staatsanwaltschaften, weil nach derzeitiger Lage ja nicht alle EU-Mitgliedstaaten sich der europäischen Staatsanwaltschaft anschließen werden. Also wir brauchen diesen Koordinierungsbedarf darüber hinaus noch. Die europäische Staatsanwaltschaft wird vielleicht eher aus Olaf heraus entwickelt oder große Kompetenzen von Olaf mit übernehmen. Olaf ist wer? Olaf ist die europäische Betrugsbekämpfungsbehörde, die also dafür schon zuständig ist. Die europäische Vernetzung ist aber ganz wichtig. Und wir haben das auch, gerade was auch den Fall Anis Amri anbelangt, nachdem es dort zahlreiche Verletzte aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten gab, nachdem es Ansätze gab, die Fluchtroute zu koordinieren und aufzuklären galt, als es auch festzustellen ging, was hat Anis Amri in einem Vorleben gehabt, was hat er denn auch versucht, er hat ja mal versucht, über die Schweiz wieder auszureisen, ist es wichtig, diese europäische Zusammenarbeit weiter zu stärken. Wir, die deutschen Generalstaatsanwälte, haben seit Jahren unsere ausländischen Kollegen, die um Deutschland herum, also die Nachbarstaaten, immer zu unseren Jahrestagungen eingeladen und sie gerade auch immer bei unserer Jahrestagung Staatsschutz diese Erfahrungen aus den anderen Ländern mit übertragen. Denn wir wissen ja nicht nur, der Bereich des islamistischen Terrorismus, vor allem auch der Rechtsterrorismus hat starke Kontakte und starke Verflechtungen in andere europäische Staaten hinein. Das ist wichtig, das müssen wir auch weiter im Blick haben. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Herr Maaßen. Der Informationsaustausch. Naturgemäß ist das, glaube ich, im Allgemeinen nicht so bekannt, was wir auf europäischer Ebene machen. Aber ein paar Worte dazu. Die Zusammenarbeit zwischen den Inlandsnachrichtendiensten Westeuropas ist seit den 60er Jahren etabliert. Und zwar auf Chefebene trifft man sich zweimal im Jahr, darunter auf Arbeitsgruppenebene. Das hat seit Anfang der 2000er eine immense Neuentwicklung genommen. Wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen auf Arbeitsebene, sei es jetzt nun zum Thema Libyen, sei es Foreign Fighters und. Schwerpunktmäßig Terrorismus unter der Überschrift Counter-Terrorism Group der europäischen Nachrichtendienste. Wir haben eine, wir nennen es Plattform in Den Haag, nicht zu verwechseln mit Europol. Die europäischen Nachrichtendienste, Inlandsnachrichtendienste haben dort vor Ort eine Einrichtung, wo Liaison-Mitarbeiter aus den Nachrichtendiensten vor Ort sitzen, mit ihren Rechnern, mit ihren Kryptotelefonen und Datenbanken und vor Ort sich über Fälle austauschen. Wir haben eine einheitliche Datenbank inzwischen auch schon etabliert, seit Sommer letzten Jahres, wo all die Islamisten aus Deutschland, Frankreich und so weiter, die wir kennen, in diese Datenbank eingespeichert sind. Der Bundestag hat uns zum 1. Juli letzten Jahres dafür die notwendige Rechtsgrundlage gegeben, 22a fortfolgende Bundesverfassungsschutzgesetz, sodass wir jetzt in der Lage sind, da auch voll und ganz dran teilzunehmen. Das heißt, wir haben eine aus meiner Sicht schon sehr gute Zusammenarbeit außerhalb, muss man sagen, des europäischen Institutionengefüges etabliert. Und wir werden sie noch weiter ausbauen. Nur ein Hinweis noch dazu, wie sie funktioniert. Derzeit ist es so, dass Deutschland allein 2/3 aller Gefährdungssachverhalte in diese europäische Plattform fast täglich einbringt. Das macht deutlich, wie viele Fälle wir generieren, und wie wenig vielleicht aus den anderen Staaten. Entschuldigung, ich habe gerade einen Zettel durchgereicht. Bitte kürzer. Die Frage war super kurz. Die Antworten fast, ja. Aber ein, zwei kriegen wir noch hin. Ich bin nur deshalb so drängelig, weil wir ja pünktlich sein müssen mit dem straffen Zeitplan unserer Kanzlerin.
Nichtsdestotrotz freue ich mich über eine weitere kluge Frage. Bitte sehr, Sie sind in der Nähe eines Mikrofons. Jürgen Richter am Landgericht, ich habe 3 Jahre Bundesamt der Justiz hinter mir, internationale strafrechtliche Rechtshilfe. Herr Dr. Frank, eine Frage an Sie. Meine Erfahrung damals, und die kommt von unten, ganz von unten, war, dass die Koordination deutscher Staatsanwaltschaften, also nicht nur der Generalbundesanwaltschaft, sondern auch der Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik insgesamt, ein wenig schwerfällig ist. Doch, das Mikrofon? Jetzt ist es an. Ein wenig schwerfällig ist. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Eine Tätergruppe stiehlt in einem osteuropäischen Land kurz vor der Grenze aus einem Autozug, der Autoprodukte aus dem Land ausführt, reihenweise Navigationsgeräte. Die Fahrzeuge werden im Bundesgebiet verteilt, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Jede Staatsanwaltschaft stellt dann fest, oder fehlt ein Navi, Verfahren eingeleitet, eingestellt nach § 170, 2 Täter unbekannt, das war es davon. Jetzt fantasiere ich mal ungefähr 50 Verfahren. Keine Koordination. Hintergrund der Geschichte. Es ist natürlich so, dass die Koordination erst anläuft, wenn man weiß, es könnten andere sein. Ja, es könnte noch andere Verfahren geben. Und wenn man das weiß, ist es natürlich schwierig, einen dazu zu kriegen, der die ganze Arbeit macht. Es sitzt jetzt hier jemand nicht auf dem Panel, ich versuche es kurz zu machen, das ist das Bundeskriminalamt und das ist Europol. Diese beiden Stellen hätten die Möglichkeiten und ich frage mich, ob es da eine Gesetzesänderung geben müsste, auch im Hinblick auf den Terrorismusvorwurf, dass von außen in die strafrechtliche Rechtspflege in der Bundesrepublik hinein angestoßen werden kann, dass die Generalbundesanwaltschaft eine Zuständigkeitsbestimmung vornimmt, auch wenn es bisher eigentlich keinen Anhaltspunkt gibt innerhalb der Strafrechtspflege. Dankeschön. Dankeschön, Herr Jürke. Jetzt hatten wir das Modell längere Frage, kurze Antwort. Ja, also wir haben ja in der Zwischenzeit doch verschiedene Instrumente, um es zu ermöglichen, solche, ich nenne es in dem Fall, ich habe die Frage so verstanden, dass es eine fehlende innerdeutsche Koordination gab, nicht mit dem Ausland, weil mit dem Ausland hätten wir auch die Möglichkeit, über diese Joint Investigation Teams letztendlich grenzüberschreitende Ermittlungen zu machen. Eurojust koordiniert da auch sehr viel. Aber das ist ja das, was ich ja vorhin auch schon sagte mit dem Sammelverfahren. Also dafür haben wir eigentlich aber Instrumente, ja, damit die Staatsanwaltschaften sehen, dass es in unterschiedlichen Bundesländern vergleichbare Fälle gibt, haben wir das ZSDV, um zu erkennen, es gibt ähnliche Fälle. Darüber hinaus gibt es auf der Generalsebene auch immer wieder entsprechende Besprechungen, um dann herbeizuführen, wer führt diese Sammelverfahren, wer ist dann dafür zuständigkeitsbegründet. Und das ist das, was ich vorhin jetzt für den Bereich des Terrorismus erwähnte. Für den Bereich des Terrorismus. Wir würden das auch den Ländern anbieten, eine koordinierende Rolle zu übernehmen, weil wir die Erkenntnisse aus dem GTAZ haben, wer ist ein Top-Gefährder, ein Hochrisikogefährder, welches Bundesland soll dann für Alltagskriminalität zuständig sein. Ob das mit einer gesetzlichen Weisungsmöglichkeit geregelt werden kann, ist eine verfassungsrechtliche Frage. Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Das Grundgesetz sieht zumindest im Bereich der Justiz keine Weisungsmöglichkeiten einer Bundesbehörde gegenüber einer Landesbehörde vor, anders als im Verwaltungsbereich. Aber darüber sollen sich, glaube ich, die Verfassungsrechtler eher einmal den Kopf zerbrechen. Vielen Dank. Da ich vermute, dass Stefan Meyer am ehesten ein schlechtes Gewissen hat, wenn er seiner Parteivorsitzenden die Agenda verzögert, würde ich Ihnen gerne das letzte... Bitte? Also ich schätze unsere Bundeskanzlerin außerordentlich, aber sie ist noch nicht meine Parteivorsitzende. Oh, Verzeihung. Ich weiß nicht, ob dies angedacht ist. Der Bayer. Und ich sage ja ganz offen, auch bei aller Freundschaft zu unserer Schwesterpartei. Nein. Wir legen auch Wert auf die Eigenständigkeit. Oh wei, ich hatte das Bayerische ganz vergessen, Herr Meyer. Wie konnte das passieren? Sie kriegen eine extra Minute zur Wiedergutmachung und ich wüsste gerne, was Sie mitnehmen in die politische Arbeit aus dem, was hier heute besprochen wurde. Ja, aus meiner Sicht zeigt sich deutlich, dass wir gut aufgestellte Sicherheitsbehörden haben.
dass wir auch eine gut aufgestellte Justiz haben, aber dass es durchaus an der einen oder anderen Stelle auch noch Verbesserungsbedarf gibt. Und ich glaube wirklich, dass man wie unter einem Brennglas am Fall Anis Amri hier gewisse Defizite festmachen kann, sowohl im justiziellen Bereich, Stichwort fehlende Bereitschaft in Landesjustizbehörden Sammelverfahren anzustrengen, aber auch durchaus im Bereich der Nachrichtendienste, aber auch der Polizeien, ja, hier noch stärker koordinierend zu wirken. Wichtig ist es aus meiner Sicht, noch klarere Kompetenzfestlegungen vorzunehmen, was die Frage anbelangt, wer hat den Hut auf. Ich glaube, das war, was Generalbundesanwalt Dr. Frank gesagt hat, ein sehr wichtiges Statement, diese klare Festlegung, wer in welchem Fall die klare Zuständigkeit hat. Ich bin, das habe ich ja erwähnt, sehr offen für die Anliegen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, was weitere gesetzgeberische Befugniserweiterungen anbelangt. Ich glaube wirklich, dass man schon mit Fug und Recht behaupten kann, auch wenn die Bedrohungssituation ernst ist, dass Deutschland für diesen Kampf gegenüber dem islamistischen Terrorismus gut gerüstet ist und dass wir nicht nur gut aufgestellte, gut motivierte Sicherheitsbehörden haben, sondern dass wir auch, was die Rechtsetzung anbelangt, schon viel unternommen haben, aber eben durchaus auch noch an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf haben. Ich habe dieses Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht angesprochen, das wird noch verabschiedet. Wir werden uns aber, und das möchte ich abschließend jetzt sagen, auch natürlich für die nächste Legislaturperiode noch das eine oder andere vornehmen, was wir jetzt mit unserem Koalitionspartner nicht durchsetzen konnten. Ich nenne nur zwei Schlagworte, dass zum einen mal die Sympathiewerbung für terroristische Organisationen wieder unter Strafe gestellt wird. Das war schon bis 2002 der Fall, ist dann unter Rot-Grün abgeschafft worden, ist gerade im Lichte der Bedeutung der Radikalisierung durch das Internet aus meiner Sicht wieder dringlicher geworden. Leider hat sich unser Koalitionspartner dem bislang nicht zuwenden können. Und der zweite Punkt, dass man zum Beispiel auch bei Doppelstaatlern, also bei Dschihadisten, die sich im Ausland befinden und über zwei Staatsangehörigkeiten verfügen, die Deutsche dann auch aberkennt. Die Möglichkeit gibt es heute schon nach dem Staatsangehörigkeitsrecht, dass wenn man sich einer ausländischen Armee, einer ausländischen Streitkraft anschließt, dann die deutsche Staatsangehörigkeit bei Doppelstaatlern entzogen wird. Der Unwert ist aus meiner Sicht mindestens ebenso groß, wenn man sich dem sogenannten Islamischen Staat anschließt. Deswegen wäre es aus meiner Sicht auch dringend erforderlich, dass wir diese gesetzliche Möglichkeit schaffen, Doppelstaatlern, die dschihadistisch sich engagieren, dann entsprechend auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Mhm. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Maaßen, Herr Frank, Herr Mayer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und mit Sicherheit geht es gleich spannend weiter um 18 Uhr draußen auf der Fraktionsebene unter der Kuppel. Dort wird die Bundeskanzlerin, die nicht die Vorsitzende von Herrn Mayer ist, ihre Sicht auf unser darstellen. Sie wird flankiert von Volker Kauder und Gerda Hasselfeld. Gerda Hasselfeld ist auch nicht die Parteivorsitzende, aber schon ein bisschen näher dran, ja, die Vorsitzende der Landesgruppe. Ich freue mich, Sie da gleich wiederzusehen. Bis gleich. Tschüss.